Hallo und allen ein herzliches Willkommen bei Legendary Games. Mein Name ist Dominik und ich möchte euch heute ein Tutorial zu Europa Universalis 4 zeigen, einem der populärsten Spiele, die in der Paradox-Franchise-Historie entstanden sind. Das Spiel ist von 2013, hat zahlreiche DLCs gekriegt. Ich habe nicht genau mitgezählt, aber es müsste fast ein Dutzend sein zum jetzigen Zeitpunkt. Der letzte, der erschienen ist, das war der DLC Emperor. Und in meinem Europa Universalis 4 sind auch alle aktiviert. Das heißt, es ist keine Vanilla-Version. Ja, worum geht's? Man spielt eine Nation global gesehen von 1444 maximal bis 1815. Workshop-Mods können einen darüber hinweghelfen, aber ansonsten ist das dieser Zeitraum, mit dem man sich bewegt. Das heißt, in der Schwelle zur Moderne, das ist so Eroberung Konstantinopels mit Kanonen 1453 oder Entdeckung Amerikas 1492 bis hin zur Französischen Revolution und den Untergang Napoleons eigentlich. Deswegen endet das Spiel auch 1815 mit dem Wiener Kongress. Und als Anschlusstitel wäre normalerweise Victoria die Zweite von 2010 oder 11 aus der Paradox-Serie, bevor es dann eben weitergeht mit dem Zweiten Weltkrieg, Hearts of Iron, und dann ist man eigentlich in dem 21. Jahrhundert. Da haben sie kein Spiel. Also es gibt keine Sachen, die weit über den Kalten Krieg hinausgehen. Ja, ich möchte heute Folgendes machen in diesem Tutorial. Ich möchte zeigen, wie man so eine Nation spielt, wie sich das Spiel steuert, sodass ihr es steuern könnt. Ich kann dazu sagen, die Tooltips sind schon hilfreich. Also wenn man mit der Maus drüber geht, das ist schon informativ. Und ich werde was zu den einzelnen Mechaniken sagen, basierend darauf, dass ich heute eine Landmacht spielen werde. Also ich kann nichts großartig zu Seefahrmächten sagen. Einmal, weil ich da selbst nicht lange genug dafür gespielt habe, aber ich kann sagen, dass das, was ich heute zeigen werde, auf alle Fälle jede beliebige Nation spielbar machen wird. Auch eine Kolonisierung von Amerika oder allgemein Kolonien zu errichten, sei das in Afrika oder in Indien, Ostindien-Kompanie, ist durchaus möglich. Ja, schauen wir ins Spiel rein. Also, wir wählen mal als Einzelspieler. Hier sieht man übrigens erstmal den Startzeitpunkt, also man kann zu verschiedenen Zeiten anfangen. Ihr seht, da sehen die Karten auch anders aus. Jetzt lädt er gerade die Karte. Ich habe eine gedrückt, die schon relativ spät ist mit der amerikanischen Revolution. Da springt er dann auch hierher. Und hier unten werden immer die interessanten Mächte angeboten, die man zu der Zeit spielen sollte. Ihr seht, Europa sieht auch so aus, historisch, wie es aussieht. Aber wir fangen mal mit dem Aufstieg des Osmanischen Reichs an am 11. November. Und da sieht man den Flickenteppich in Deutschland. Es gibt eigene Reichsmechaniken, zu denen werde ich was sagen. Und theoretisch kann ich auch die muslimische Welt spielen. Hier gibt es unter anderem auch Beschreibungen, welche Nationen möglich sind. Aber theoretisch kann ich jedes kleine Kaff hier anklicken, also auch irgendwas in Afrika. Steam Achievements gibt es genug. Viele Leute jagen die ja auch bei solchen Spielen. Also das ist einiges möglich. Genauso kann man ja irgendeine von diesen Nationen nehmen. Ich nehme jetzt mal Würzburg, ja, wobei die sind Bischof, zeige ich vielleicht erstmal nicht. Dann nehme ich Bayern, wenn ich schon aus Bayern bin, nehme ich mal die Jungs hier, die Grafschaft Landshut, sieht man auch hier, Salzburg wäre hier noch nebenan. Also das ist, München könnte ich auch nehmen, ja, Ingolstadt, egal, das sind alles Bayern. Ich nehme mal eine fränkische Nation, das ist aber auch wieder ein Bistum. Bistum möchte ich jetzt nicht zeigen. Sage ich gleich was dazu. Nehmen wir die Kurpfalz. Das sollte gehen. Kurfürst. Wunderbar. Das da drüben ist wieder ein Bischof, ne? Fürst, Erzbischof, Graf. Ja, aber ich nehme mal Landshut. Okay. Dann zeige ich mal gleich, wie das Spiel funktioniert anhand der Startaufstellungen. Also ich drücke jetzt als erstes, hier oben sieht man 1444. Man sieht, was die Kartenmodi sind. Theoretisch könnte ich da auch welche umstellen, aber der politische Kartenmodus ist erstmal der angenehmste. Und ihr seht hier Nationen, die sich lohnen würden zu spielen. Davon wähle ich keine aus. Theoretisch könnte ich aber auch Schweden spielen oder das Osmanische Reich oder Spanien oder wen auch immer. Kastilien. Ja, hier sieht man die Stärke. Also meine Region ist um 30 entwickelt, das ist ganz gut. Ich habe Festungsstufe 3, also Landshut ist die Hauptstadt, und man sieht hier Landgröße 3, mir gehören drei Länder rein. Es gibt in Dutzende, Hunderte, vielleicht 2000, vielleicht auch 3000 Landflecken, die man erobern kann. So, ich drücke mal weiter an der Stelle. Hier sieht man auch unter anderem den Fähigkeitsbaum nochmal. Und jetzt ist interessant, nur mit dem Iron Man-Modus gehen auch tatsächlich Achievements freizuspielen. Ich aktiviere ihn mal, auch wenn ich das Spiel nur zeigen möchte. Und jetzt benenne ich das Spiel mal in Landshut Tutorial.
und werde den Ironman-Modus starten. Spiel wird initialisiert an dieser Stelle. Das heißt, die Landkarte wird aufgebaut und die Beziehungen werden festgelegt, denn es gibt immer wieder so leicht abweichende Startsettings. Das Setting ist nicht so, dass, wenn ich die gleiche Nation mehrfach spiele, immer das gleiche ist. Es hängt auch mit den Erzfeinden zusammen. Also hier ist so eine kleine kurze Einführung, wie sich das so atmosphärisch gibt, und ich schließe die einfach mal. Theoretisch kann ich hier sehen, welche DLCs alle aktiviert sind. Ihr seht, es sind alle in Betrieb bei mir, und ich drücke jetzt einfach mal weg, weil die historische Aufklärung interessiert mich jetzt mal nicht großartig. Ja, ich habe gesagt, wie spielt man es? Ihr seht unten rechts die Weltkarte. Ich gehe gerade mit dem Mauscursor drüber. Kann ich theoretisch auf alles zoomen, was ich bereits kenne. Die erweitert sich auch mit der Zeit. Also jahrestechnisch oder durch eigene Erkundungen kommt nach und nach der globale Status zu tragen. Hier unten habe ich auch verschiedene Anzeigen. Beispielsweise ist das hier die Terrainkarte. Ist ganz interessant, beispielsweise wenn man mal in den Bergen kämpfen muss oder wenn man mal Flüsse hat oder irgendwelche Wälder. Das gibt dann eben Kampfboni oder Mali. Wobei man dazu sagen muss, größere Armee gewinnt normalerweise. Es geht jetzt nicht um 1000 hoch oder runter, aber wenn ich die eineinhalbfache Armee habe, dann können die in den Bergen sitzen, wie sie wollen. Normalerweise verlieren die das. Deswegen, politische Ansicht ist für mich eigentlich die Karte, mit der ich 90% der Zeit verbringe oder 85% der Zeit verbringe. Ich zeige aber nochmal kurz die anderen Symbole. Hier wäre beispielsweise der Handel. Auf den werde ich nochmal eingehen. Ihr seht, das sind verschiedene Regionen. Die ist zum Beispiel grün. Das ist die graue Region. Zu der gehört mein Landshut dazu. Und ihr seht hier die Region, die so in ungarischen Farben ist, also so eine orange oder rote Region. Und da seht ihr hier zum Beispiel Venedig, ist in so ein Türkis angelegt, Genua in so ein Gelb. Also das kann man damit sehen, das ist ganz interessant. Auf die Karte gehe ich auch nochmal später ein. Hier ist erstmal wichtig, wer mag uns, wer hasst uns. Also grün heißt, wir werden geliebt, rot heißt, wir werden gehasst. Also die mögen uns schon mal nicht. Sieht man auch, Ingolstädter Meinung von Landshut ist minus 139. Und die minus 75 und die minus 139. Also die haben alle was gegen uns. Auch Salzburg mag uns nicht. Und dann sieht man, die anderen, denen sind wir relativ egal. 25, 29, ja, das ist alles so im Rahmen. Hier haben wir die Religion. Das spielt jetzt noch keine so große Rolle. Ihr seht, alles katholisch und orthodox. Aber es gibt die Religionskriege. Deswegen kann diese Karte mal später interessant sein, wenn man mit Protestanten zu tun hat. Bei Diplomatie sieht man, mit wem man verbündet ist, wer Alliierte sind und wer Vasallenstaaten. Hier ist natürlich noch nichts zu sehen, weil Bayern dafür einfach zu klein ist. Und hier sieht man die Karte des Kaiserreichs. Rot ist der Kaiser. Braun sind die Nationen, die den Kaiser wählen dürfen. Das sind also Kurfürsten. Und grün sind Bestandteile des Römischen Reiches, Heiliges Römisches Reich, Deutsche Nation. Und das sind Bereiche, die, da seht ihr schon, ist jedoch kein Teil des Reiches, ist aber Provinz. Das bedeutet, sie gehört jemandem, der zum Römischen Reich gehört, aber sie sind eigentlich nicht Flächen des Römischen Reichs. Sieht man hier bei diesen schraffierten Dingern immer wieder mal. Ne? Der Kaiser kann die über Abordnungen zum Reich dazu holen. Wenn er das nicht dauerhaft macht, gehen irgendwann diese Sachen verloren und das Römische Reich reduziert sich nach und nach. Beispielsweise auch im 15. Jahrhundert schon mit Auseinanderstrebungen in Italien, die dann auch eine Sezession planen. Und wenn man dann einen Kaiser spielt, kann man das verhindern. Ansonsten passiert das Ereignis eigentlich automatisch. Unruhe ist noch sowas, ihr seht alles grün, Unruhe, wie kann die entstehen? Also beispielsweise, ich erobere jetzt eine Nation, bei der alles zum Beispiel Sachsen sind. Ich gehe mal hier hoch, drücke mal da rein, da seht ihr, aha, die Kultur ist sächsisch, meine Kultur ist bayerisch. Das bedeutet, die würden sich nicht so leiden, allerdings haben sie den gleichen Sprachschatz, also wären die auch jetzt nicht total spinnefeind. Wenn ich hier drüben die Region erobere, Französisch, die sprechen eine komplett andere Sprache, dann wird das eine hohe Unruhe verursachen. Wie kann ich die Unruhe reduzieren? Dazu gehe ich später nochmal drauf ein. Aber das zeigt zumindest erstmal dieses Symbol an. Und hier kann ich auch die Unruhe ablesen. Pro Land wird die Unruhe gemessen, also keine globale, sondern die ist immer individuell, lokal, regional zu sehen. Und da seht ihr schon, es gibt verschiedene Einflussfaktoren, auf die ich nicht ganz genau eingehen kann, weil die sind wirklich für jedes Land individuell anders. Aber ihr seht, minus 8, also die Unruhe wäre normalerweise bei minus 8. Und es gibt eben Faktoren, die steigen lassen können bzw. sinken lassen können. Entwicklung ist, ja, welche Regionen sind besonders viel wert? Deswegen habe ich mir das in die Karte gelegt. Ihr seht beispielsweise, Paris hat eine Entwicklung von 8, 8, 7, 23. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel nach Konstantinopel gehe, die haben 20. Ich könnte auch nach Wien gehen.
Die haben auch 54 als 18 als Entwicklung, also es ist schon sehr gut. Meine kleinen Regionen sind nicht die total letzten Nester. Landshut hat immerhin eine Entwicklung von, jetzt habe ich die Armee natürlich angewählt, Augenblick. Gehen wir mal nach Freising rein. Hat 10, 12 und 8. Wenn ich jetzt irgendwo in eher unbedeutendes Land gehe, zum Beispiel nach Bamberg oder so, da sehe ich da 6, das ist nicht so wirklich viel. Würzburg ist besser, Fulda mit 5 ist natürlich auch nicht viel wert. Also seht ihr schon, das ist eine Übersicht, wo man sehen kann, welche Länder lohnen sich vielleicht auch erobert zu werden. Was die Länder einzeln können, zeige ich im Anschluss. Handelsgüter, das habe ich einfach so reingelegt. Gold ist interessant, das bringt direkt Cash für die Kasse, aber ansonsten würde ich sagen, eher eine zweitrangige Kategorie. Ja, jetzt ist es so, bei euch ist es nicht unbedingt belegt. Wenn ihr hier Rechtsklick drauf macht, könnt ihr einen weiteren Kartenmodus hinzufügen oder wenn ihr hier noch keinen habt, ich mache das mal mit den Handelsgütern, könnt ihr den löschen, könnt sagen, welchen Kartenmodus möchte ich aufnehmen und dann könnt ihr hier entsprechend eine Karte aufnehmen. Ich würde mal sagen, was ganz sinnvoll ist, was mir vorher aufgefallen ist, beispielsweise Technologie ist natürlich auch interessant und sowas. Man kann auch mehrere Knöpfe, mehrere Sachen auf einen Knopf legen, aber ich wollte eigentlich sehen, wie die. Regierungsformen, alles uninteressant, wie die Kulturen sind, das wollte ich noch sehen. So, ich drücke mal drauf. Da seht ihr, das ist alles der gleiche Kulturraum. Das heißt, hier in dem Beispiel wären alle Bayern grün, also weil hier steht ja überall Bayerisch drin. Habt ihr das kurz gesehen? Ja, da. Meine Kultur ist Bayerisch. Wenn ich die Länder erober, wunderbar. Wenn ich solche Länder erober, die deutschsprachig sind oder zumindest in diesem Kulturfeld mit der gleichen Einfärbung sind, aber halt Schwäbisch sprechen oder Rheinisch oder Sächsisch, dann sind die gelb. Also das heißt ein bisschen Unruhe, aber es geht einigermaßen. Und erober ich irgend sowas, was aus einem anderen Kulturkreis ist, wo ich jetzt gerade mit der Maus drüber gehe, dann werden da diese Unruhen auch stärker. Das heißt, die Kultur fühlt sich nicht akzeptiert. Man kann die Kultur mit diesem Knopf hier ändern, aber auf diesem Bildschirm gehe ich gleich nochmal im Detail ein. Ja, also wir haben erstmal gelernt, was es mit diesen Kartenmodi auf sich hat. Jetzt habe ich natürlich eine Karte gelöscht. Ah ne, Diplomatie ist noch an. Ich gehe mal zurück in den normalen Modus. So, wir sehen den Flickenteppich in Deutschland. Schauen wir uns mal an, was wir immer machen müssen. Also, wir haben hier Diplomaten. Diplomaten kann man verwenden, um Beziehungen zu verbessern, Nummer 1. Oder man kann Diplomaten dafür verwenden, Ansprüche herzustellen, Nummer 2. Man kann sie auch noch für andere Sachen verwenden, aber das sind die zwei wichtigsten, die man als Einsteiger braucht. Das bedeutet für mich, ich kann mit diesen Leuten Allianzen erzeugen auf Dauer. Und mit diesen Leuten kann ich entweder Handel abschöpfen oder Handel zu meinen Gunsten in einer bestimmten Region beeinflussen. Die Sachen verändert man immer wieder mal, also man spielt relativ viel mit diesem Shortcut-Menü hier. Hier sieht man die Armee, die aufgestellt ist, das wären diese 6000 Leute mit meinem Schild. Ihr seht auch die, bei Fog of War sehe ich zum Beispiel nicht, was hier rumsteht, aber die anderen Länder sind so ein bisschen gehighlightet, dadurch sehe ich, was die an Armeen haben. Ja, und dann sehe ich hier, das ist mit einem Add-on gekommen, wie gut die gelaunt sind. Also darauf gehe ich nochmal später ein. Das ist was extra. Wenn ihr das DLC nicht habt, habt ihr auch diese Option nicht, beziehungsweise müsst euch damit nicht rumspielen. Sie haben es zum Glück verbessert, denn im ursprünglichen Fall war das in sehr viel Mikro-Arbeit. Das habe ich nicht so wirklich gerne gemacht. Jetzt ist es sinnvoller angelegt. Aber gehen wir erstmal auf diese oberen fünf ein. Diplomaten. Also, es ist sinnvoll, als kleine Nation große Nationen zum Freund zu haben. Warum? Werde ich angegriffen, stehen die normalerweise zu ihrem Wort und wenn die zu ihrem Wort stehen, dann kann ich mit diesen großen Nationen meistens kleine oder mittlere Nationen besiegen und für mich gute Konditionen aushandeln im Friedensfall. Im Kriegsfall, im Angriffsfall von mir auf eine kleine Nation, ziehen die nicht unbedingt sofort in den Krieg mit. Das liegt daran, dass sie dieses Spiel verändert haben. Früher, in der Vergangenheit, haben die bedingungslos bei jedem Unsinn mitgemacht, den man verbrochen hat, zumindest für sehr lange Zeit. In der neueren Version schuldet man ihnen Gefallen und erst wenn genügend Gefallen da, also sobald sie uns genügend Gefallen schulden, können wir sagen, hey, mach doch mit. Das heißt, wir müssen ihnen auch Gefallen erwidern. Beispielsweise in Krieg ziehen, den die vom Zaun brechen.
Gibt Gründe, das zu machen. Einmal, weil man die Gefallen gewinnt und weil man sonst auch ein Problem vielleicht mit der Ehre hat. Deswegen zieht man hier und da auch in den Krieg, der vielleicht jetzt nicht unbedingt so sinnvoll ist aus unserer Sicht heraus. Aber die KI möchten halt ganz gerne führen und deswegen macht man halt mal mit. Also das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, man kann diese sagen, nee, ich kämpfe dann doch nicht mit. Das kann auch die KI sagen. Das führt aber zu einem großen Imageverlust von Prestige und Legitimität. Was das ist, darauf gehe ich auch noch später ein. Also erstmal wichtig, große Nationen müssen überzeugt werden. Den Kaiser zu überzeugen ist normalerweise keine gute Sache, wenn man in Deutschland liegt. Deswegen habe ich kein so großes Interesse, mich mit denen gut zu stellen. Aber vielleicht klappt es ja mit Ungarn. Die haben plus 25. Und ich sage jetzt bei Diplomatie, diplomatische Aktionen, ihr seht, Bündnis anbieten. 16 positiv, negativ 44. Die müssen auf 45 positiv sein, also plus 1 haben, dann wären sie bereit zu einem Bündnis. Wann sind sie bereit zum Bündnis? Also ich kann jetzt diese Beziehung zu denen steigern. Das führt dazu, dass die ungarische Meinung über Landshut steigt. Und es kann dazu führen, dass beispielsweise wir die gleichen Feinde haben oder die gleichen Freunde haben, dass dann auch die Positivskala sich verändert. Ich muss es allerdings in einen positiven Bereich schaffen. Ich kann denen auch Geschenke schicken und alles, aber als kleine Nation ohne Chance geht also nicht. Vorher machen die nichts. Also ich gehe jetzt erstmal so durch und könnte sagen, ja gut, nach Ungarn schicke ich einen von Diplomaten. Die haben eine Armee von 18.000 Leuten, die haben eine Rekrutenreserve von 8, das ist sehr wenig, aber die haben eine sehr große Armee. Also für einen kurzen Krieg wären die sehr gut geeignet. Ich gehe mit der Nation durch, 10, 25. Also hier steht, die mögen uns mit 10, weil wir die gleiche Religion haben, wir sind katholisch. Und wir finden die sogar so dufte, dass sie plus 25 haben. Und dann kann man alles durchgehen. Frankreich beispielsweise, die finden uns auch gut. Sind nicht ganz so überzeugt von Bündnis. Fragen wir mal hier an. Prag findet uns jetzt auch nicht so großartig. Ja, es ergibt sich normalerweise mit der Zeit. Also ich sage jetzt einfach mal in dem Fall, Polen kann ich nochmal anfragen. Wie schaut es bei euch aus? Ah, Polen ist. Ne, Masowien will ich doch nicht machen. Polen sagt auch relativ egal. Die stehen ganz gut. Brandenburg ist auch ein großes Land. Hier haben wir nochmal Thüringen. Die sind nicht unabhängig. Da müssen wir mal in. Ah ja, das ist doch schön. Also die Sachsen, da schickt man schon mal einen hin. Die haben 7000 Leute. Die würden auch relativ schnell bei Fuß stehen. Und dann sagen wir. Einflussnahme, Moment, Beziehungsaktionen, Beziehung verbessern. Jetzt ist es so, dass jede Runde, ihr seht, ich habe den nach Sachsen geschickt, hier steht es, unsere Beziehungen zu Sachsen verbessern sich um 4 und zwar pro Monat. Das bedeutet, nächste Runde haben sie plus 34, dann haben sie im Januar plus 33, im Februar haben sie plus 37, dann haben sie plus 41 und so weiter. Und das kann man bis zu 100 verbessern. Das heißt, ich könnte ausgehend davon, dass sich gar nichts verändert in unseren Beziehungen, plus 129 erzeugen, was dazu reichen sollte, ein Bündnis zu machen. Wenn ich einen Diplomaten losgeschickt habe oder irgendwas mit denen gemacht habe, das ist der Fairness gegenüber der KI eben bedingt, seht ihr, ich kann jetzt einen Monat da keinen Diplomaten hinschicken. 12. Dezember. Wenn ich so einen Diplomaten abbestelle, dann muss der von denen ihrer Hauptstadt in meine reisen. Das ist bei Sachsen vielleicht ein Tag oder zwei. Wenn ich ihn aber zu weiteren Nationen, weiter entfernten Nationen schicke, kann das sehr lange dauern. Also das muss man sich auch gut überlegen, ob man das macht. Die Engländer finden mich auch nicht so großartig. Also wahrscheinlich ist es wirklich am naheliegendsten, einfach noch die Ungarn mit ins Bündnis zu holen. Da traue ich mir durchaus zu, die überzeugen zu können. Die auf keinen Fall. Die Österreicher machen immer nur Ärger. Warum der Kaiser Ärger macht, dazu dann später mehr. Da habe ich ja schon mal gesagt, es ist schwierig, mit denen ein Bündnis zu machen, wenn man sich selbst im Reich befindet und expansionistisch tätig werden möchte. So, schauen wir mal. Ach, die sind auch wunderbar. Da schicken wir doch auch noch jemanden nach Brandenburg. So, beide Diplomaten sind weg. Ihr seht, der verbessert auch die Beziehung um plus 4. Und seht, Prestige plus 2,4%. Also ich habe praktisch noch einen Bonus, dass die Beziehungen schneller besser werden. Das seht ihr hier oben, Prestige ist hier. Das tendiert immer gegen Null, sowohl vom Positiven als auch vom Negativen aus. Und ihr seht, ich verliere pro Jahr, also bis 11. November 1445 geht es zurück auf 4,71. Es kann durch Kriege nach oben gehen, also durch gewonnene Kriege. Es kann durch Ereignisse hoch oder runter gehen und. Also da gibt es verschiedenste Ereignisse.
Ich achte da nicht so sehr drauf, aber es gibt sehr positive Effekte, wenn man zum Beispiel plus 25, plus 50 knackt und sowas. Und es gibt auch wirklich negative Effekte, wenn man in den negativen Bereich abrutscht. Also man sollte die Zahl immer ganz gut im Auge halten, genauso wie die Legitimität. Sprich, sind wir ein starker Herrscher oder ein schwacher Herrscher? Und ihr seht unten die positiven Effekte. Habe ich eine niedrige Legitimität, dann wirkt sich das auch gleich so aus, dass diese Legitimität dazu führt, dass eben die diplomatische Reputation beispielsweise sinkt, die Unruhe steigt und, und. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo die Legitimität einem wirklich hilft. Tendiert auch immer auf 100 hinaus, aber mit einem gestorbenen Herrscher beispielsweise wird es schwierig. So, jetzt haben wir die Diplomaten entsandt. Ich könnte theoretisch weitermachen. Ihr seht hier oben, mit Plus und mit Minus gibt es verschiedene Zeitstufen. Die Zeit rast durch oder die Zeit geht sehr langsam. Wenn ich Leertaste drücke, bleibt sie auch stehen. Also es ist eine pausierbare Echtzeit, die man hier spielt. Die Diplomatie habe ich eigentlich größtenteils erklärt. Mit Rechtsklick könnte ich die Leute abberufen. Seht ihr da, könnte ich sagen, nach Hause. Der bräuchte 3 Jahre, um noch 96 draufzusatteln. So lange werde ich nicht dort lassen, keine Angst, aber der darf erstmal ein paar Monate dort wohnen. Jetzt schauen wir uns den Handel an. Den haben sie übrigens verändert, aber das Grundprinzip ist noch immer gleich. Also wir sind in Region Grau. In unserer Region beträgt der Handelswert 22,3. Das ist der Handelswert, den meine bayerischen drei Provinzen machen. Das heißt, ich kriege mit diesen 22,3%, nein, 22,3 Punkten, 5% des Handels, der aus Wien kommt. Der Handel, der nach Wien fließt, seht ihr hier abgebildet. Ihr könnt diese Pfeile auch nicht verändern. Die Fließrichtung ist immer gleich. Das heißt, ein Teil der Handelskraft geht immer nach Venedig, ins starke Zentrum, und ein Teil der Handelskraft geht immer weiter nach Frankfurt in die Richtung. Und dann sind hier die richtigen Jackpots, beispielsweise Holland, also der Ärmelkanal, und da unten Marseille, Genua. Das sind richtig reiche Regionen. Sevilla ist auch noch reich hier unten. Aber ja, warum die so reich sind, das hängt natürlich auch teilweise mit dem Handel hier zusammen, der über Konstantinopel dann teilweise fließt oder dann später über die neue Welt, wenn neue Handelslinien dazukommen. Wichtig ist für einen Anfänger, man kann als Spieler die Pfeile nicht umkehren, aber man kann seinen Einfluss verstärken. Ihr seht beispielsweise hier, 100 verfügt Österreich, die kriegen ein Viertel von dem Geld, also das heißt, die kriegen 1,5 aus dem Handel hier, vom Handelsumschlagsort, und die haben einen sehr großen Einfluss. Wie kann man diesen Einfluss stärken? Also bei Häfen beispielsweise, indem ich leichte Schiffe hinschicke. Jedes leichte Schiff gibt 2 Punkte, das heißt, ich hätte 24,3 für ein Schiff, 26,3 für zwei Schiffe und so weiter. Jetzt habe ich eine Landregion, ich kann keine Schiffe hinschicken, also die Option entfällt. Ich kann aber Folgendes machen: Ich kann zum Beispiel sagen, Händler schöpft hier den Handel ab. Das heißt, ich würde hier jetzt beispielsweise, wenn ich einen sende, mache ich das jetzt mal, ich kriege 0,4 Geld aus diesem Land hier, also das sind meine 5% Anteil davon. Und ich habe jetzt gerade den Händler entsendet, ihr seht, der kommt in 3 Tagen an, dann kriegt er auch ein Missionsziel. Und wenn man so einen Händler am Ort hat, kriegt man plus 2 oder plus 5. Ich weiß es gar nicht genau. Das heißt, dieser Wert hier steigt. Das vielleicht kriege ich dann 5,5 oder 5,6%. Hier hinten wird sich was tun an der letzten Stelle, 0,43 oder sowas. Ist durchaus möglich. Hier oben seht ihr übrigens andere Handelsstandorte, Sachsen und so weiter. Wichtig ist jetzt bei diesen Handelsstandorten, hier seht ihr zum Beispiel Regensburg wäre ein sehr interessantes Ziel zum Angreifen, weil ihr seht hier Marktstadt Stufe 2, Inlandhandelszentrum. Diese Zentren, die es hier gibt, die führen dazu, dass man hier mehr Einflusspunkte kriegt, also übermäßig. Ihr seht zum Beispiel, der lokale Handelseinfluss ist plus 10. Wenn ich dieses Ding erobern würde, wäre ich bei 32,3. Wenn ich das Ding hier erobern würde, wäre ich bei 37,3. Die kleinen Regionen, seht ihr, der gibt 2,9% Einfluss. Seht ihr gerade in den Tooltips, da 1,5, 1,0, 1,5. Das heißt, wenn man solche Symbole sieht, dann kann es durchaus sehr interessant sein zu sagen, okay, nächstes Angriffsziel Regensburg, warum denn nicht? Das wäre zum Beispiel so eine logische Konsequenz zu sagen, Regensburg, damit beschäftigen wir uns genauer. Allerdings ist es eine freie Stadt, ist natürlich schwierig zu erobern, muss man schon sagen, stehen unter dem Schutz vom Kaiser. Muss man ein bisschen abwarten, muss man ein bisschen taktieren.
Aber wäre eine Möglichkeit und aktuell verbessern wir nur die Beziehung. Das heißt, an Eroberung ist eh noch nicht zu denken in dem Tutorial. Es geht nur darum zu verstehen, dass diese Symbole praktisch sehr wichtig sind. Und hier seht ihr zum Beispiel auch nochmal, eine Delta-Mündung ist zum Beispiel auch wichtig, also eine Flussmündung, wo Handelswege drüber laufen. Das führt zu sehr starkem Einfluss. Beispielsweise sieht man hier, das hätte 13,3% des Handels würde das ausmachen von dieser ganzen Region, nur dieses Feld da. Ja, okay. Also ihr könnt nicht die Handelsströme umkehren. Ihr könnt den Händlern hier Befehle geben. Was die Befehle machen, schaut euch einfach im Einzelnen an. Man kann damit Beziehungen verbessern. Man kann damit seinen Handel aufwerten, das heißt mehr Geld abschöpfen. Man kann bestimmte Nationen im Handel blockieren und, und. Also das ist praktisch möglich, sobald dieser Händler in 3 Tagen ankommt, am 14. November. Ich habe ja gesagt, diese Ströme führen dazu, dass man sie nicht umkehren kann. Aber jetzt sehe ich zum Beispiel hier in diesem Ort sind 4,3 Geld. Und dieses Geld fließt teilweise weiter. Und zwar seht ihr hier 0,49%, 0,49 Münzen aus diesen 4,3 werden weitergeleitet. Bei mir sind hier 0,42 gehen nach Venedig, 0,42 gehen nach Frankfurt. Bedeutet also, ihr seht hier auch so Farben, zum Beispiel Österreich verwendet 7,84 Einfluss in diese Richtung. Das heißt, wenn die den Einfluss hier erhöhen, dann gehen von diesen 4,3 Münzen vielleicht 0,6, 0,7, 0,8 weg. Und das kann man machen, indem man so einen Händler hinschickt und sagt, bitte leitet den Handel um. Und ihr seht auch zum Beispiel da Eingänge, Ausgänge. Ich sage jetzt einfach mal, okay, aus dieser Provinz ist sehr interessant. Die haben auch Gold am Anfang hier irgendwo, deswegen ist die relativ teuer. Ich gehe jetzt einfach mal hierher und sage, Handelseinfluss übertragen. Und dann sage ich, gut. Du wirst dahin geschickt und der kommt erst in 5 Tagen an dem Handelszentrum an. Aber wenn er dann da angekommen ist, dann wird hier meine Flagge erscheinen, weil ich eine von diesen Kräften bin, die den Handel in diese graue Region umleiten. Und da sieht man auch, wer das noch macht. Regensburg macht es noch, Ulm macht es noch, Konstanz macht es noch. Hier ist es genau das Gleiche. Ja. Aber theoretisch ist es sehr volatil. Also die Nationen entschließen sich, das häufiger umzulegen als jetzt ich normalerweise. So, damit hätten wir den Handel gemacht und die Diplomaten. Jetzt kommen wir zur Armee. Das ist ganz interessant. Ihr seht, wenn ich drauf drücke, geht das Armeefenster auf. Alternativ seht ihr hier oben die Schwerter. Mit denen kann ich es auch aufmachen. Hier ist die Landarmee. Hier ist die Flotte. Und hier ist zum Beispiel zur Annexion von Land, zur Bekehrung, wenn sobald es katholisch, evangelisch gibt oder orthodoxe Christen, Muslime und sowas. Hier sieht man Unabhängigkeitsbewegung und damit dann auch entsprechend verbunden Rebellen. Kultur ändern, habe ich ja vorher schon ein bisschen was dazu gesagt, kann man hier machen, mache ich normalerweise hier nie. Welche Gebäude man bauen kann, dazu sage ich später auch noch was. Staatengründung ist relativ interessant. Wenn man Staaten gründet, geben die mehr Geld. Aber man muss halt, um diese Staaten gründen zu können, seht ihr hier, erstmal auch wieder einen neuen Staat haben. Und ich habe aktuell keine Staaten. Das, was ich jetzt gerade sehe, das, was ich jetzt gerade klicke, ist auch für mich neu. Hier kann man theoretisch sagen, okay, bitte die Fortschrittsbemühungen nach oben, bitte zum Beispiel die Verteidigungen stärker machen oder, oder. Das haben sie neu eingeführt. Gab es früher nicht. Und bei Diplomatie. Das ist was ich immer nicht, was ich immer im manuellen Modus mache, aber hier wäre so eine Übersicht, zum Beispiel, wie viele Leute würden ein Bündnis wahrscheinlich akzeptieren. Seht ihr verhältnismäßig. München zum Beispiel würde sofort ein Bündnis mit uns annehmen. Ja, kann man jetzt theoretisch, wenn ich einen Diplomaten habe, hingehen und sagen, sie habt auch das Herz gesehen, die würden ein Bündnis akzeptieren. Finden uns einfach großartig. Ich weiß nicht, ob ich München so großartig finden würde, aber die haben auch 7.000 Soldaten. Es ist schon einiges, also damit könnte man in der Region zumindest ein paar Leuten auf den Kopf hauen. So ist es nicht. Ja, also ich gehe mal da rein. Wichtig, ich drücke mich hier unten selten durch, ne? Muss ich wirklich sagen, hier unten in den Menüs bin ich selten. Ich brauche eigentlich die ersten vier. Also die ersten vier und davon sind die ersten beiden, beziehungsweise nach dem Krieg das dritte hier das Wichtigste. Ich klicke mal hier drauf und da seht ihr, aha, ich habe 6 Truppen von 9. Und ich kann noch 3 bauen. Habe ich zu viele Truppen, führt es zu einer erhöhten Geldausgabe bzw. zu einer erhöhten Unzufriedenheit. Also es kommt eine Menge an Mali auf euch zu. Deswegen schaut doch, dass er nicht über dieses Truppenlimit geht. Ihr seht, meine Truppe besteht aus 5 Infanteristen und einem Kavalleristen. Ich habe 50 Mark und ich investiere jetzt einfach mal in ein Land.
sage zum Beispiel mal hier in 58 Tagen für 10 einen bauen, dann sage ich hier einen für 25 noch bauen und weil ich so lustig bin, sage ich hier auch noch Kohle raushauen. Und die werden jetzt alle fertig eben in den vorgegebenen Zeiten. Die sind auch hier zu sehen, Rekrutierung und in welchen Ländern sie entstehen. Gleiches wäre bei den Schiffen. Ich habe aber keine Schiffe, ich habe keinen Meereszugang. Hätte ich vielleicht eine andere Nation nehmen müssen, um das zu zeigen zu können. Aber kurz, um es zu erklären. Also leichte Schiffe fördern den Handel. Großschiffe sind auch im Atlantik bzw. auf den Weltmeeren gefährlich. Galeeren sind kleine, Klammer auf, idiotische Schiffe, außer man kämpft beispielsweise in so abgeschlossenen Meeren wie dem Mittelmeer oder, keine Ahnung, im Schwarzen Meer oder sowas oder hier in der Nordsee, dann haben sie die gleiche Stärke wie Großschiffe, ansonsten sind sie eher zu vernachlässigen und das sind Transportschiffe. Pro Transportschiff können 1000 Truppen transportiert werden. Das war eigentlich schon soweit alles, was es hiermit auf sich hat. Das wären dann Details zu den Schiffen. Also da würde beispielsweise stehen, wie viele Leute drauf sind, welchen Handelseinfluss die haben, wie stark sie gepanzert sind und so weiter, wie schnell sie sind. Eigentlich uninteressante Details, braucht er erstmal nicht wissen. Wer sich damit genauer auseinandersetzen will, ja, natürlich spielen sie eine Rolle, aber erstmal zur Erklärung vom Spiel nicht so wichtig. Ja, jetzt war ich hier oben schon. Ich habe jetzt eine Menge erklärt und eigentlich komme ich erstaunlich spät zu den wichtigsten Sachen. Und zwar diese Symbole, wenn hier was aufpoppt, dann heißt es, es sind Entscheidungen zu treffen. Diese Entscheidungen hier oben würde ich auch nie mit Rechtsklick wegdrücken und da steht deaktivieren, sondern ich würde einfach die Dinger da lassen und mich daran nicht großartig stören. Ich drücke jetzt einfach mal auf zu wenige Rivalen. Bei zu wenige Rivalen sehe ich, ich bin der Feind von Ansbach, von Augsburg und von Salzburg. Nicht, weil ich das entschieden habe, sondern die drei haben entschieden, mich zum Feind zu machen. Bedeutet für mich im Umkehrschluss, okay, wenn die meine Feinde sind, mache ich mir nicht noch als kleine Nation zusätzliche Feinde. Deswegen werde ich jetzt erstmal im Umkehrschluss genau diese Leute auch zu meinen Feinden erklären, zu den Rivalen. Es wäre Ansbach vielleicht als einziges nicht. Das wäre einmal Augsburg. Das wäre hier in dem Fall Salzburg, die wären auch wunderbar zu erobern. Und als drittes könnte ich theoretisch Ansbach nehmen, aber ich nehme Ingolstadt. Warum? Wenn diese Rivalen nicht voll besetzt sind, gibt es Mali. Das heißt, ihr müsst die setzen. Das Gute ist, ihr seht hier, ihr kriegt mehr Prestige, wenn ihr kämpft. Euer Spionagenetzwerk baut sich schneller auf. Das heißt, ihr habt schnellere Ansprüche gegen die, um die Länder zu besetzen. Und ihr seht, Machtkosten bei Forderungen sind geringer. Das bedeutet, wenn ihr Fläche von denen einnehmt oder wenn ihr Ländereien einnehmt, dann braucht ihr relativ wenig von diesen Tauben hier, um eure Forderungen durchzusetzen. Was es damit auf sich hat mit den Werten da oben, haben wir noch gar nicht gemacht, aber es ist zumindest mal ein wichtiger Hinweis. Warum habe ich Ingolstadt genommen? Ingolstadt ist direkt mit mir verbunden, denn ich brauche immer angrenzend an mein Territorium ein Territorium. Sprich, wenn ich jetzt Ansbach hier genommen hätte, könnte ich keinen Anspruch herstellen, um die zu besetzen, weil ich kein Land neben denen habe. Wenn ich Ingolstadt nehme, kann ich aber Ingolstadt besetzen. Ich könnte nicht Nürnberg besetzen, weil ich nicht Nürnberg angrenzend bin, aber ich könnte durchaus Regensburg besetzen, weil ich zu denen angrenzend bin. So, meine Feinde sind gewählt. Das bedeutet, ich habe Boni beispielsweise, wenn es darum geht, mit denen diplomatisch irgendwas zu machen oder wenn ich beispielsweise von denen Land besetzen möchte oder Landansprüche von mir proklamieren möchte. Deswegen sind die gewählt worden. Ihr seht, das Symbol oben ist auch verschwunden. Wenig Kronland. Das ist eine Geschichte vom Add-on. Hier seht ihr, die haben 39% Einfluss, 39% Land, die haben 10% Land und die haben 20% Land. Diese Stände führen dazu, wenn die unter 40 sinken, gibt's Mali, das heißt, da wird was Schlechtes passieren bei dieser Zustimmungsrate. Sind sie über 60%, gibt's Boni. Man kann mit diesen Ständen, beispielsweise wenn ich den Privilegien gebe, sich die Loyalität sichern. Das heißt, sie wird von 50 hochgehen oder von 50, wenn ich was von denen fordere. Beispielsweise, ich sage jetzt, beschlagnahme Land, dann sinkt die auf 30. Und unter 30 kann es zu Revolutionen kommen. Ist natürlich auch gefährlich. Warum sollte man viel Land haben? Erstens kann man das Land verteilen, zweitens sind die Stände weniger einflussreich und man kann auch so ein bisschen steuern, welcher Stand vielleicht für einen wichtiger ist, ob das jetzt eher der Handel ist, die Mannstärke oder vielleicht die Entwicklung im Territorium. Das kann man mit diesen drei Dingern hier steuern. Also seht auch hier,
Steuereinnahmen gibt es mehr bei denen. Bei denen ist die Rekrutenreserve höher, das ist das hier. Und bei denen gibt es eine höhere Handelseffizienz. Ich muss schauen, dass die alle möglichst auf 60% laufen und möglichst nicht unter 40% laufen. Und unter 30 ist wirklich kritisch. Da hast du nämlich ein Problem in deinem Reich. Ihr seht auch, das ist das letzte Ding, was hier ist. Ich lasse es jetzt am Anfang. Es gibt sehr viele Ereignisse, mit denen man das beeinflussen kann. Hier könnte ich mir beispielsweise Geld sichern. Allerdings seht ihr da, ich müsste 10% vom Kronland verkaufen und ich habe nur noch 29% Kronland. Also es ist schon nicht so gut. Ihr seht, Steuereinnahmen gehen zurück. Absolutismus wird schlechter behandelt in ferner Zukunft und Freiheitsstreben. Sprich, wenn ich Länder einnehme, haben die 25% stärkere Probleme, assimiliert zu werden von mir. Das heißt, es wäre schon gut, Kronland zu haben, hier zum Beispiel, aber mir ist es zu krass, wie das sinken würde. Ihr seht, alle verlieren 20 Loyalität und ich möchte erstmal vielleicht eine Region erobern, um zu sehen, dass das auch vielleicht ja, vorangeht hier bei mir. ja, wie gesagt, Spielerei am Rand ist kein wichtiges Detail. Ich könnte es theoretisch ausblenden, aber ich lasse es mal drin. Berater sind kein so kleines spielerisches Detail. Es kommt auch ein bisschen auf die Nation an, die man spielt. Hier kann ich theoretisch Leute hinzukaufen, die dann bestimmte Eigenschaften haben. Beispielsweise der würde die globale Unruhe in jedem Land, was mir gehört, um -2 senken. Aktuell gibt es keine Unruhe, deswegen würde ich ihn nicht kaufen. Zusätzlich würde er +1 an dieser Feder geben, und zwar pro Monat. Also ich kriege, da seht ihr, monatlicher Anstieg 7. Der wäre auf monatlicher Anstieg 8 und bei dem wäre sogar auf monatlicher Anstieg 9, weil der 2 bringt. Allerdings seht ihr die enormen Kosten. Der würde 4 kosten im Monat, der 1, der 1. Der würde Prestige steigern, also das würde dann wahrscheinlich nächstes Jahr fast über 5 sein. Und der würde Produktionseffizienz steigern, der würde die Staatseinnahmen von Industrie in meiner Region steigern. Wo das zu sehen ist, sieht man auch gleich. Hier seht ihr auch, das wären alles bayerische Kulturen. Die sind ganz gut akzeptiert. Und ihr seht auch noch ihren Glauben. Das kann auch noch zu Problemen bzw. sinnvollen ja, Schlüssen führen. Das gibt es auf allen Ebenen. Ja. Was am Anfang vielleicht sinnvoll ist, ist diplomatische Reputation einzukaufen. Nicht für 4 monatlich, aber bei kleineren Nationen hilft es enorm, große Nationen für sich zu gewinnen. Das mache ich jetzt in dem Beispiel nicht. Erstens, weil der mit +2 unbezahlbar ist und zweitens, weil es eine Demo ist. Aber ich rate dazu, wenn ihr beispielsweise Byzanz spielt, Konstantinopel oder andere kleine Einmannstaaten, nach so jemanden Ausschau zu halten, um den Türken beispielsweise im Südosten auch Paroli bieten zu können. Oder beispielsweise auch in Granada, ja, hier unten. Wenn man sagt, man möchte jetzt nicht unbedingt von Spanien gekauft werden, dann wäre es sinnvoll, vielleicht da auch sich moralische Unterstützung zu holen, damit es besser mit den KI-Nachbarn klappt. Ja, schauen wir an, was hier ist. Also da steht 4, 5, 4. Ich habe einen sehr guten Herrscher, der hat Eigenschaften, die kriegt er immer nach einer bestimmten Zeit. Hier seht ihr, die wird nach 25 Jahren Herrschaft erlangt. Der Typ ist 58, so alt wird er wahrscheinlich nicht mehr sein. Ich könnte ihn zum Rücktritt bewegen. Ihr seht aber, das hat negative Auswirkungen auf Legitimität. 50 minus ist mega krass. Minus 20 und minus 50 auf Prestige. Warum sollte ich das machen? Totaler Schwachsinn. Diese 4 plus 5 plus 4 werden ergänzt mit 3, 3, 3, das führt dann zu 7, 8, 7. Ihr seht es hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so ein Herrscher hat 6, 0, 1, also 6 ist die Maximumzahl, 0 ist die niedrigste Zahl, dann könnte ich sagen, okay, wenn er 6, 0, 1 hat, drücke ich hier auf die Taube, dann werden aus diesen beiden Bereichen 2 und 2 weggenommen und dann gibt es hier eben 4 oben drauf und aus den anderen 2 gibt es weniger. Man kann damit also so ein bisschen steuern, wenn der Herrscher nicht seinen Wünschen entspricht, dass man von diesen diplomatischen, administrativen und militärischen Macht genug kriegt. Wofür braucht man die? Man braucht die zur Forschung, man braucht die zur Niederschlagung von Unruhen, zur Aushebung von Generälen, zur Assimilation von Nationen oder zur Erstellung von Kernprovinzen. Das wäre dann für die Staatengründung, die im Wesentlichen mehr Geld gibt. Das wären so Punkte, wofür man diese drei Sachen ausgeben kann. Oder für die Einführung von Ideen. Da muss ich allerdings jetzt relativ lang spielen. Das werde ich nur kurz zeigen. Ja, das war dieser Knopf mit den Beratern. Der Herrscher führt zu diesen Punkten. Die Punkte plus 3 geben die Punkte. Jeden Monat gibt es das obendrauf. Die Dinger sind maximal auf 999 festgelegt. Und das Typische, was man damit macht, ist Kernprovinzen einkaufen, Stabilität erhöhen. Was es damit auf sich hat, sage ich noch. Und ansonsten Forschung zu machen. Und ich gehe gleich mal in die Technologie rein. Ihr seht hier,
Ich habe beispielsweise 598 Punkte sind benötigt. Ich besitze aber nur 98. Das heißt, die erste Kategorie administrativ, das ist die diplomatische und das ist das Militär. Und ihr seht hier, man kriegt zusätzliche Boni. Boni sind immer gut. Hier beispielsweise kann ich ein Gebäude bauen. Dieses Gebäude führt zu höheren Einkünften in der Provinz, in der ich es errichten werde. Oder zu auch einer höheren Handelseinfluss. Ihr seht, der steigt um 50%. Das heißt, in der Region wäre dann der Handelseinfluss. Man kann mal kurz drauf gehen. Freising wäre 1,7, 50% mehr wäre 0,9, sage ich jetzt einfach mal, wäre 2,6. Das heißt also, wenn die anderen nicht kontern, geht dadurch der Einfluss der Provinz, was die Handelsstärke ist, nach oben. Sollte man also in starken Regionen machen. Gehen wir zurück ins Menü, da bin ich auf das Schild gegangen, Technologie ist noch offen. Ihr seht hier, alles möglichen Modifikatoren, die es gibt, da kann man natürlich einzeln durchgehen, ja, wie weit ich Kolonien in welcher Entfernung errichten kann, wie weit mein Handel reicht, also bin ich jetzt eine mächtige Handelsnation oder nicht, Flottenmoral, wie teuer die Marine wird, Ansprüche fingieren, wie lange das dauert, beziehungsweise wie viele Ansprüche ich maximal, also wie lange die halten, wie schnell die fingiert werden können. Das ist über Spionagenetzwerke, die habe ich noch nicht gezeigt. Und es gibt es halt für verschiedene Sachen. Hier seht ihr die Kampfstärken von den Einheiten. Den Kampf selber zu erklären, kann ich auch nochmal machen. Wobei, da bin ich nicht ganz so firm. Wie gesagt, merkt euch, größere Armee schlägt kleinere Armee mit gleicher Waffe. Wichtig ist, ihr seht, Militärstufe 3, das ist eine ganz gute Orientierung. Ich kann zum Beispiel mal auf den Nachbarn klicken. Ich gehe mal bei Politik rein, klicke auf die hier und sehe beispielsweise bei Österreich Militärstufe 3. Ja. Und irgendwann, ich glaube, fangen wahrscheinlich alle mit 3 an, aber irgendwann Militärstufe 3. Aber irgendwann unterscheiden die sich. Und das ist dann durchaus vielleicht eine Überlegung wert, wenn man sagt, man hat nur 3000 Truppen mehr und da gibt es irgendeinen Schläger, der ist schon 2 Militärstufen über mir, dann lasst halt die Finger davon. Umkämpfte Nachfolge, eigentlich uninteressant. Hier kann man theoretisch, dadurch, dass man Leute verheiratet, mit diesen Nationen ins Geschäft kommen, sodass die sagen, ja, okay, der Nachfolger kommt vielleicht aus deinem Haus und dann erbt man Provinzen. Kann man machen, muss man nicht. Ingolstadt beispielsweise wäre das interessant, aber mit 41 ist er auch noch weit weg vom Sterben und im Gegensatz zu Crusader Kings kann ich niemanden umbringen hier in dem Spiel. Aber hier oben kann eine ganze Reihe an Sachen erscheinen und wenn ihr so drauf geht, seht ihr auch, was die von euch wollen. Ja, warum die angezeigt werden. Das sind halt Probleme in eurem Reich, könnt ihr sagen. Hier oben seht ihr die größten Nationen mit der kleinen Fahne hier, mit Slatergrad. Ja, das sind immer die Top 8. Ich bin auf dem Platz, zeigt er mir hier in der Liste nicht an, müsste ich in die Statistiken hier unten gehen. Könnte ich mir hier entsprechend angucken, auf welchem Platz ich sitze. Ist Liebhaberei. Großmächte kriegen Boni, deswegen gibt es diese Großmächte. Und Hegemonen kriegen nochmal Boni. Das ist was Neues aus Emperor. Das habe ich selbst noch nicht so wirklich erlebt. Aber das ist eine der neuen Boni. Ihr seht da unten, wie sich das auswirkt. Wenn man Hegemon ist, muss man allerdings auch immer mehr investieren über die Zeit. Da sind auch Nationen außerhalb von Europa dabei, zum Beispiel die Ming-Dynastie, das Mamelukenreich. Das Osmanische Reich ist gar nicht so stark in der Statistik, aber das verändert sich auch dann, je nachdem, welches Zeitalter ist. Und welches Zeitalter ist, kann man folgendermaßen sehen. Seht ihr diese Weltkugel hier? Da seht ihr beispielsweise, es gibt 4 Zeitalter. Das sind die. Die fangen an, sobald bestimmte Ereignisse passieren. Und wenn diese Ereignisse passieren, dann enden diese Zeitalter irgendwann. Goldenes Zeitalter kann man nur einmalig machen. Also das heißt, ich kann nicht ein goldenes Zeitalter hier machen, hier machen, hier machen, hier machen, sondern ich muss es in einen von diesen Abschnitten machen. Und um ein goldenes Zeitalter zu machen in diesen Abschnitten, muss ich Aufgaben erfüllen. Also beispielsweise besitzt Provinzen auf 2 verschiedenen Kontinenten. Ich würde beispielsweise, sehr unrealistisch, bis etwa 1500 würde es mir gelingen, eine Provinz hier unten zu bekommen, in Afrika oder in Amerika oder in Asien oder sowas, dann würde ich zum Beispiel diese Aufgabe geschafft haben. Große Stadt, ich würde beispielsweise meine Städte mit der Entwicklung bis über 30 vollpumpen, eine von meinen 3 Provinzen, dann hätte ich das geschafft und dann könnte ich ein goldenes Zeitalter auslösen. Wenn ich es ausgelöst habe, kann ich es in keinem späteren Zeitalter mehr auslösen. Angenommen, ich könnte es auslösen und das Zeitalter wechselt, kann ich das nicht im neuen Zeitalter auslösen. Das sind Aufgaben wieder andere. Hier seht ihr den nationalen Baum. Das sind Sachen, die in jeder Nation anders sind. Das sind eben die bayerischen Eigenschaften.
Von denen kriegt man, ihr seht schon, 800 Pracht. Ich habe zurzeit zwei. Das dauert relativ lange, bis man dazu was kriegt, aber es sind gute Verbesserungen, wenn man sie kriegt. Also es ist durchaus sinnvoll, vielleicht seine Nation auch ein bisschen danach auszurichten, was es hier alles gibt. Entdeckt Amerika als Bayern. Sehr gute Idee. Also manche Nationen haben es einfacher in so einem Zeitalter, manche haben es schwieriger. Zum Beispiel Renaissance ist relativ einfach in Italien zu fördern. Das sollte normalerweise kein großes Problem sein. Kontrolliert Handelszentren wäre als große Nation kein Problem und präsentiert auf zwei Kontinenten wäre beispielsweise für so eine spanische Nation mit einem Krieg hier unten auch jederzeit machbar. Also es gibt Nationen, die haben eher frühere Chancen auf ein goldenes Zeitalter, bei manchen ist es dann halt später leichter. Jo, das war das. Hier oben seht ihr, zwei Händler sind verfügbar, das sind die. Kein Kolonist, die müsste ich extra erzeugen, die wären dann für die Besiedlung. Die Diplomaten sind verfügbar, die sind losgeschickt worden und ich habe einen Missionar, alles ist katholisch, ich muss niemanden missionieren. Gehen wir erstmal in die Einzelbildschirme rein. Ich gehe jetzt mal in die Stadt hier nach Freising. Ihr seht, Freising gehört zu Oberbayern und ihr seht den Abschnitt angedeutet. Das hier wäre ein Staat. Wenn ich das hier erzeuge, hätte ich den Staat Oberbayern erzeugt. Das ist wichtig, denn solche Staaten geben Boni. Und ihr seht die Entwicklung von diesen Staaten, wem die Dinger gehören. Und dann seht ihr hier auch letztendlich, wie stark die befestigt sind. Zum Beispiel München selber mit einer Dreierfestung werde ich sehr lange belagern müssen. So Nullerstädte muss ich gar nicht belagern. Eine Einserstadt habe ich relativ schnell auch eingenommen. Mit Kanonen und sowas ist es wesentlich leichter. Ihr könnt dann Erlasse erfordern, einlösen. Und da seht ihr beispielsweise, da gibt es dann Boni auch auf diese entsprechende Region. Ah ja, okay, das habe ich vorher entdeckt gehabt in neuem Menü. Das Menü gab es nicht, diese Erlasse gab es schon, hat nur ein bisschen anders ausgesehen. Hier oben seht ihr auch, wenn jetzt kein Krieg ist, dann geht dieser Balken voll und dann ist hier irgendwann das Füllhorn. Und wenn dieses Füllhorn ist, steigen die Staatseinnahmen und auch insgesamt der Wert der Provinz an. Wenn dann Krieg ist und da rennt eine feindliche Armee durch, geht das Füllhorn leer. Also ist praktisch so eine Art Friedensobolus, so ein Friedensbonus. Schauen wir uns mal an, was in diesem Menü ist. Das Oberbayern war jetzt das, was ich hier gezeigt habe, ja, diese vier Regionen. Ich habe gesagt, ich zeige Freising. Freising wäre hier. Hier könnte ich übrigens den Staat ausrufen. Oberbayern ist ein Staat, ja. Aber ihr seht, es kostet mich 7 Cent pro Runde und ich habe nur einen Staat drin. Also es ist jetzt aktuell nicht wert. 50 würde es mich davon kosten. Nee, lasse ich erstmal. Rufe ich nicht aus. Wir gehen nach Freising und schauen uns das an. Ihr seht, wie gut so eine Region entwickelt ist. Die ist 10 entwickelt, das bedeutet, 4 sind, jetzt muss ich kurz gucken, wofür das immer ist, das ist allgemein die Steuer und die Dauer, wie lange sowas rekrutiert wird. Wenn ich das nach oben drücke, wird es immer besser und immer die monatlichen Steuereinnahmen steigen und die Rekrutierungszeit steigt. Ich muss allerdings 50 Punkte, glaube ich, investieren. Macht man eigentlich nur, wenn man die überschüssig hat, beziehungsweise sagt, man möchte das jetzt unbedingt machen. Ich mache es eher selten. Es kommt hier und da vor, aber eher selten. Das ist Produktion, da seht ihr, da geht es um Handel. Und der Anspruch vom Kronland steigt. Das heißt, ich hätte statt 29,98 danach 30,18, wenn ich hier drauf drücken würde. Und dann seht ihr, insgesamt würde mich das 51 kosten hier in dem Beispiel. Und hier würde es mich auch 51 kosten, um beispielsweise mehr Menschen zur Verfügung zu haben, um in die Armee eingezogen zu werden. Ich habe jetzt ja für 3 Leute gekauft. Das heißt, meine Mannstärke wird, wenn die gebaut sind, normalerweise auf 3600 runtergehen. Ihr seht aber, durch Provinzen kriege ich jeden Monat 100 Leute dazu. Bis maximal 11.500. Seht ihr hier, aktuell erhaltet ihr monatlich 100. Das heißt, das wird 6,7, 6,8, 6,9, 7 und so weiter sein. Und wenn diese Armeen kämpfen und verlieren sollten, dann werden die aus diesem Mannpool aufgefüllt. Also mit dem baue ich nicht nur Fischerarmeen, sondern ich halte auch mit einer Verstärkungsrate, die verstärken sich nicht sofort über Nacht wieder auf voll, sondern die haben auch einen prozentualen Zuwachs, wie das bei der Verstärkung ist. Aber diese Verstärkung läuft so, dass die Truppen sich eben auch aus diesen Landeinheiten, die zur Verfügung stehen, regenerieren. Normalerweise kann man sich merken, ihr seht, da ich habe Boni mit Adel und Armeetradition, also das eine ist was
stabilitätsbedingtes bzw. forschungsbedingtes. Und der Adel ist das mit diesen Ständen da, die ich kurz gezeigt habe. Die führen dazu, dass ich das schneller auffülle. Ihr könnt euch merken, ich glaube, nach 10 Jahren ist normalerweise eine Armee, die 0 Rekrutenreserve hat, wieder auf voller Rekrutenreserve. 100 mal 12 wären 1200, mal 10 wären 12.000. Ja, müsste passen. Also ihr seht, nach 10 Jahren wäre die Rekrutenreserve wieder voll aufgefüllt, angenommen alle Armeen sind voll bestückt. Ansonsten werden erst die Armeen voll bestückt und dann geht es in die Rekrutenreserve rein. Vorausgesetzt, ich bezahle meine Armeen. Ich könnte theoretisch auch sagen, nö, Armee kann wirklich auf ein Minimum geführt werden. Warum? Einfach, weil ich Geld sparen will. Werde ich auch gleich nochmal zeigen. Aber das ist schon mal das. Hier ist das gleiche in grün mit Matrosen. Also da gibt es keinen Unterschied zu den Landstreitkräften, die funktionieren genauso. Stabilität ist noch was ganz Interessantes. Wenn die Stabilität niedrig ist, hat es negative Modifikatoren auf diese ganzen Geschichten. Habe ich eine positive Stabilität, hat es positive Einflussfaktoren. Ich rate zur positiven Stabilität grundsätzlich, aber das würde ich sagen, peilt man normalerweise nach ein paar Jahrzehnten an und nicht 1444. Die Stabilität kann ich hier verbessern. Jetzt muss ich kurz gucken. Hier könnte ich sie erhöhen. Ihr seht, es würde 100 Punkte der administrativen Macht kosten, also davon. Ja, führe ich Krieg, geht das hier nach oben. Ich kann theoretisch die Kriegsmüdigkeit verringern. Das führt dazu, dass ich länger in den Kampf bleiben kann. Das kann allerdings auch dazu führen, seht ihr hier Katastrophen, sowas sollte man immer vermeiden, dass man vielleicht sehr starke Unruhen oder mit Rebellenheeren zu kämpfen hat oder irgendwelche anderen schlechten Ereignisse passieren. Kostet auch 75 und zwar wahrscheinlich von der militärischen oder von der administrativen, diplomatischen Macht. Was auch immer, müssten wir jetzt gucken. Wenn man es drücken kann, liest man es. Rebellen gibt es keine. Ja, das da unten ist alles nur für Kolonisierung. Das lasse ich jetzt erstmal weg. Hier sieht man, wenn man Länder eingenommen hat, gibt es eine Überdehnung. Und diese Überdehnungen haben einen negativen Effekt auf die Technologie, aber auch auf die Unruhen. Das bedeutet, diesen Überdehnungseffekt kriegt man weg. Ich springe auf die Schwerter mit diesem Kernprovinz-Ding und dann macht man zur Kernprovinz und dann wandelt die sich nach und nach um und dann hat man keine Überdehnung mehr. Da kommt hier dann auch so ein Signal und dann zählt es bis 100% hoch und dann verschwinden diese Regionen, die überdehnt sind und gehören offiziell zum Reich dazu. War bei Stabilität und Expansion zu sehen. Ihr seht schon, dieses Schild hier ist wichtig. Also erstmal die drei Knöpfe hier oder wie viele Knöpfe hier sind, die geht ihr durch. Hier stellt ihr eure Armee ein. Ich habe die Armee voll ausgerüstet. Das ist einer der ersten Schritte. Ihr schickt die Händler und den Diplomaten los. Und dann geht er auf das Schild und geht mal alles durch. Also, Berater anheuern, ja oder nein. Mit kleinen Nationen immer nein. Mit großen überlegenswert, kann man machen. Regierungsformen, ihr seht, geförderte Kulturen. Aktuell akzeptiere ich nur die bayerische Kultur. Ich könnte theoretisch noch andere nicht akzeptierte Kulturen auch akzeptieren. Dann würden die auch so grün leuchten, wie beispielsweise hier in Freising bayerisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel Schwäbisch akzeptieren würde, wäre die nicht gelb, sondern grün. Ja, Autonomie erhöhen bedeutet weniger Unruhe, bedeutet aber auch weniger Steuereinnahmen. Ihr seht, da würde die lokale Unruhe um 10 sinken. Das wäre hier sowas. Ja, genau, hier sieht man die nächste Ausbaustufe. Wenn ich hier drauf drücke, kostet es 51. Wenn ich nochmal drauf drücke, kostet es vielleicht 54, dann 57, dann 61 und so weiter. Ja, was gibt es noch zu zeigen? Ah ja, da unten ist das, mit was gehandelt wird. Ihr seht, relativ günstige Ware mit Korn ist jetzt nicht unbedingt die Bombe, mit der die handelt. Das ist wichtig. Und zwar seht ihr, irgendwann kommt die Renaissance, die ist noch nicht erstellt. Und um die zu befördern, geht hier so ein Balken voll. Und irgendwann kann man das kaufen. Ich rate jeden dringendst das zu kaufen, denn mit jeder Runde wird die Technologie um 1% teurer, wenn man das nicht macht. Die Technologie war hier zu sehen. Das heißt, hier wird die Uhr 1445 auf 1% gestellt, plus 2%, plus 3%. Wenn man sehr stark hinterherhinkt, geht es minus 5, minus 10, minus 15. Und wenn man sehr stark voraus ist, plus 40, plus 125% oder irgendwas. Das ist gekoppelt an die Jahreszahlen und wie weit der andere Spielerfortschritt ist. Also, dass da keiner praktisch sagt, ich hau das auf Stufe 30 hoch. Das würde man sehr, sehr teuer bezahlen. Man baut es eigentlich so nach und nach immer gleich aus. Das macht das Spiel ganz bewusst so. Ja. Jetzt war ich aber nochmal in Freising drin. Ich habe das nämlich vergessen, vorher fertig zu erklären. Das wären die Institutionen, die entstehen immer neu.
die fördert am besten immer. Also immer, wenn es kommt, als Einsteiger bitte fördern. Hier seht ihr den Knopf da, das ist zum Bauen. Hier könnte ich beispielsweise sagen, ich möchte ein Gebäude errichten. Wenn ich zum Beispiel einen Marktplatz habe, könnte ich zum Beispiel sagen, ja, baut mir hier einen Marktplatz her. Aber aktuell seht ihr, es können keine Gebäude errichtet werden, weil kein technologischer Fortschritt da ist. Ich muss also erst diese Sachen auch erfinden. Das ist sehr wichtig. Das sind Einflüsse auf die Region, die sind mal da und mal nicht. Das ist nicht so wichtig. Ihr seht, Provinz des Heiligen Römischen Reiches. Was es damit in Kriegsfällen auf sich hat, werde ich noch sagen. Und ansonsten seht ihr Festung Stufe 3, 1, weil es die Hauptstadt ist und plus 2 für die Burg. Beispielsweise hätte dieses Feld hier keine Burg, da steht gar nichts da. Ne? Da steht einfachste Verteidigungsanlagen. Zur Kriegsführung selber werde ich noch kommen, deswegen erkläre ich das mit den Burgen auch später. Hier sieht man, wenn man Geld sparen möchte, kann man das rausnehmen. Dann wird aber die Garnison auf null reduziert. Das bedeutet, es ist, als hätte man hier keine Burg. Würde ich nicht unbedingt machen. Also gerade bei so einer kleinen Nation, ja, wenn ihr jetzt hier irgendwo in Mittelengland eine Burg habt, dann könnt ihr die schon manuell so ausstellen. Ihr könnt auch alle Burgen theoretisch ausstellen, aber ja. Hier sieht er, wohin der Handel fließt. Der fließt nach Wien von der Region und da kommt ja bald unser Händler an. Da muss ich in 3 Tagen dann auch was machen. Jo, ach ja, ich wollte das hier oben durchgehen. Also Regierung stärken. Hier kann man theoretisch die Regierungsform wechseln. Das führt dann zu Boni. Man muss sich immer für ein Entweder-Oder entscheiden. Also man kann nicht beide Bilder voll machen. Und dann seht ihr irgendwann mit zunehmender Zeit seid ihr diese 7 Stufen durchgegangen. Diese 7 Stufen hängen, sind in etwa damit zu vergleichen, wie das hier ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also ihr seid ungefähr zu der Zeit dann auch immer in der neuen Stufe drin. Aber normalerweise seht ihr hier, ihr habt 0 Punkte für Regierungsfortschritt. Wir benötigen 100. Und ihr seht, ich kriege aktuell 0,83 Punkte. Das heißt, ich bräuchte insgesamt pro Jahr, monatlich, das heißt, ich bräuchte ungefähr so 10 Jahre, um die 100 Punkte voll zu haben. Und dann könnte ich was aus Stufe 2 kaufen, beziehungsweise Stufe 1 ändern, wenn es mich jetzt unbedingt brennt. Ja, das sind Reformen. Man kann auch die Grafschaft, seht ihr mal, das sind Monarchien. Man kann da auch diese Regierungsformen insgesamt befördern, sodass es Königreiche, Kaiserreiche und sowas wird. Ja, da bin ich jetzt in Österreich drin. Macht nichts. Ja, das ist eigentlich das wichtigste Menü: Kulturen akzeptieren. Und ihr seht, das ist begrenzt, das kann man mit Technologie erweitern, aber nicht so viel, dass man jede beliebige Kultur aufnehmen kann. Deswegen empfehle ich, jede Kultur, die so aussieht wie eure eigene Basiskultur, dieser Rahmen, worüber ich jetzt gehe, in der Farbe. Die würde ich nicht akzeptieren. Es sei denn, ihr wisst, ihr kommt nie in so ein Gebiet rein oder in so eins. Ja, aber normalerweise würde ich die in Ruhe lassen. Würde ich einfach so mitlaufen lassen. Die roten Felder, also hier ist ja grün, gelb, rot möglich. Die roten Kulturen würde ich verändern oder beziehungsweise akzeptieren. Und ansonsten kann man sie hiermit auch wieder assimilieren. Also das heißt, hier könnte ich beispielsweise die Kultur auch ändern. Wenn ihr eine neue Provinz erobert, benutzt diese 3 Kästchen hier. Jo, jetzt schauen wir mal weiter. Diplomatie. Hier sehe ich meine Grafschaft, meine Erzfeinde, wen ich als Erzfeind gewählt habe. Ich sehe gerade eben, dass ich mich mit denen verbessere in der Kultur. Hier sehe ich lauter Shortlists, also zum Beispiel, wie steht es um meine Nachbarn, wie sind meine Erzfeinde, wer sind meine Freunde, noch keiner. Mitspieler zurücksetzen. Ich habe immer die komplette Liste an. Also mir ist es ehrlich gesagt auch egal. Man kann die Liste so ordnen, das ist eigentlich das Beste. Mit Meinung, ja. Aber theoretisch gibt es halt hier Möglichkeiten, das auch anders zu machen. Ja, interessante Provinzen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das verwende ich gar nicht. Interessant ist, ich habe 6.000 stehendes Heer, ich habe 6.000 Mannreserve. Hier sehe ich meine Technologiestufen. Von hier, 3333. Ich verwende den Bildschirm eigentlich nur, um nachzugucken, wer der Herrscher ist, ob ich einen Thronfolger habe, wobei ich das auch hier machen könnte, ja. Und hier stehen unter anderem auch Bündnisse drin. Das ist eigentlich das Interessanteste dabei. Komm mal hierher. Handel. Sehr interessante Geschichte. Ihr seht, ich mache 0,21 Geld pro Monat. Ist nicht viel. Ich kann hier unten Kredite aufnehmen. Ich kann Währung entwerten. Ihr seht, die Korruption geht enorm hoch. Die müsst ihr irgendwann auch bezahlen. Ihr seht, man muss die Korruption bekämpfen oder auch nicht.
Lohnt sich Korruption zu bekämpfen? Man kann sie mal eine Zeit lang laufen lassen, aber wenn man es zu lang laufen lässt, hat man einen bankrotten Staat. Ihr seht auch, die Staaten kosten 16 Geld, die Festungen 1. Wenn ich die Festung hier deaktivieren würde, würde sie 0 kosten. Ich würde eine Mark sparen. Stattdessen sage ich, okay, ich reduziere die Armee. Hier seht ihr, wenn ich die Armee reduziere, dann wird aus diesem grünen Balken hier ein gelber Balken. Ich habe es noch nicht weitergedrückt. Damit kann man Geld in Friedenszeiten sparen. Am Anfang weiß man, 1444 darf keiner angreifen, also man kann es erstmal so laufen lassen. Die Armee braucht allerdings vom gelben Balken bis zum vollen grünen Balken 3 volle Monate. Das heißt, wenn ihr überrascht werdet, stirbt so eine Armee, auch wenn da einer mit 2000 Leuten angreift. Und das ist durchaus möglich bei so einem kleinen Staatsgebiet. Und was euch auch bewusst sein sollte, wenn ihr irgendwo Krieg führen wollt, dann braucht ihr 3 Monate, bis die Armee wieder in vollem Zustand ist. Aber aus meiner Sicht ist es das wert, bei Armeen und Flotten das zu reduzieren. Bei Flotten muss man sich halt überlegen, habe ich sehr viele leichte Schiffe, die den Handel stärken, habe ich das, dann sollte ich das nicht reduzieren, denn auch der Einfluss in den Hafen reduziert sich bei den Handelsaufträgen von den Flotten. Da gibt es vielleicht Gründe, die voll durchlaufen zu lassen. Habt ihr viele Linien und Großschiffe, dann reduziert es in den Friedenszeiten, weil die euch auch unter anderem viel Geld kosten. Ja, hier, wenn ich zum Beispiel von irgendjemandem Geld geschenkt kriege über einen Friedensvertrag oder über ein Ereignis, dann geht die Inflation hoch. Die kann man hier unten dann auch durch Inflation senken mit irgendwelchen von diesen Dingern um 75 wieder abbrechen, um 2%. Haltet die ein bisschen im Auge. Orientiert euch an der realen Inflation in der EU, so 2-3% ist in Ordnung. Wenn es mal mehr ist, ist es schwierig. Hier seht ihr Kriegsmüdigkeit, die Entwicklung. Hier könntet ihr theoretisch auch sagen, okay, ich möchte beispielsweise einen billigeren Unterhalt, aber ihr seht, es kostet 2 Schwerter. Das heißt, ich würde nicht 7 Schwerter dazu gewinnen, sondern nur 5 in der Zeit, wo diese Kriegssteuern erhoben werden. Und normalerweise, da steht jetzt, bis es beendet wird, ich weiß aus der Vergangenheit, es war beschränkt. Vielleicht haben sie es jetzt geändert, dass man es dauerhaft machen darf. Einnahmen, Ausgaben, Bilanz letztendlich. Ja, Darlehen aufnehmen. Ihr müsst immer mehr Geld zurückzahlen. Ihr könnt es vorzeitig abzahlen und so. Aber ja, würde ich mich auch nicht zu hoch drin verschulden. Im Westen gar nicht. In Kriegen kommt es allerdings manchmal vor. Ihr seht, ich mache jetzt eine Mark Plus. Hier oben seht ihr das Plus-Symbol. Ich mache mal ein Beispiel. Ich würde jetzt voll hochdrehen. Dann seht ihr hier oben auch nur 0,61. Warum auch immer. Ach, da kommt noch der Handel dazu und so ist es 1,41. Der Handel ist hier noch nicht eingetragen. Doch, ist eingetragen. Wo kommt denn dann das andere Geld her? Irgendwoher kommt Geld. Steht hier. Ach, aus der Produktion kommt noch Geld. Da sieht man es mal. Hä? Besteuerung 2? 0,56, 0,46? Das ist doch alles. 1,59. Ja, keine Ahnung, warum das so ist. Jedenfalls orientiert euch an dieser Zahl hier. Das ist wichtig. Handel, ihr seht unterwegs, ihr seht einen Handelseinfluss, ihr seht auch, wie weit die Handelsreichweite ist, also aus welchen Regionen ihr Handel mit beeinflusst, und zwar von diesen Pfeilen hier. Ich beeinflusse beispielsweise keinen Handel aus dieser Region da hinten, ja? Einfach weil ich sie nicht kenne und meine Handelsreichweite gerade mal bis Kasan reicht. Wenn ich eine weitere Handelsreichweite habe, kann ich vielleicht auch Handel aus Afrika oder sonst irgendwas abgreifen. Das ist eine Statistik, um eben zu sehen, wie mächtig ich vom Handel her bin. Ich kriege 24% des Gesamteinkommens. Bei mir wird aus Handel gemacht. Das sind 0,81 Euro. Das entsteht aus den Provinzen und da in den Provinzen kriege ich 0,4. Und hier in dem Ding hier kriege ich auch nochmal 5% davon, also auch nochmal 0,4. Das sind die etwa 0,8, die dann hier als Handel veranschlagt werden. Seht ihr auch. Der Handelsposten hier kommt noch oben drauf, der ist in der Statistik nicht drin. Also der hier. Das ist es nämlich 0,4 plus 0,4 gibt 0,8 und dann die anderen Werte führt hier oben zu diesen 1,41. Jo. Handelsposten verwende ich eigentlich fast nie in die Übersicht. Merkantilismus fördern gibt halt positive Faktoren, weil Merkantilismus sehr langfristig zu sehen braucht man nicht unbedingt. Die neuen Gebäude sind sehr interessant. Achtet darauf, dass ihr die 600 Punkte etwa ansammelt, um das kaufen zu können. Kauft es am besten, bevor die Renaissance eintritt. Und wenn die Renaissance eintritt, kauft es möglichst schnell auch noch. Die Renaissance streckt sich dann irgendwann über Europa nieder, wird auch angezeigt in diesem Menü. Wenn ich zum Beispiel auf so eine Region klicke, kann ich sie hiermit, wenn ich dann da drauf klicke, in ganz Europa sehen.
Und da gibt es eben dann staffierte Stationen, wo schon die Renaissance eingesetzt hat. Es gibt grüne, wo sie schon durchgeführt wird, und es gibt rote, wo sie noch nicht angekommen ist. Und die kriegen jede Menge Mali. Deswegen fallt nicht zu weit zurück in diesen Baum. Ist in Europa aber auch fast unmöglich. Ja, da sieht man, habe ich eine administrative Stufe auf 5 bewegt. Also ich mache ein Beispiel. Gehen wir mal hierher. Ist das hier auf 5? Dann schaltet sich hier ein Ideenbaum frei. Und dieser Ideenbaum, da seht ihr schon, hier kann ich meine administrativen Punkte ausgeben, hier meine diplomatischen, hier meine militärischen. Ich entscheide mich für eins dieser Hauptdinger und dann kann ich beispielsweise sagen, okay, bei Wirtschaftsideen, Steuereinnahmen gehen hoch. Das muss ich alles nochmal extra bezahlen mit diesen Punkten hier oben und kann mich dann so durchlavieren. Und wenn ich alles gemacht habe, also wenn ich alles freigeschalten habe, seht ihr, Entwicklungskosten global gehen um 20% zurück. Ihr könnt damit, je nachdem, welche Nation ihr spielt, sehr erfolgreich sein. Wollt ihr beispielsweise Europa bekehren oder wollt ihr eher wie die Preußen kämpfen oder vielleicht eher wie die Russen im Zweiten Weltkrieg mit Quantität? Wollt ihr Seemacht sein wie Spanien oder England oder seid ihr eher offensiv geprägt oder legt ihr eher Wert auf Kavallerie und einen guten Absolutismus? Dann wäre das das entscheidende Feld. Schaut einfach euch die ganze Geschichte hier mal an. Die ist relativ interessant. Und ihr seht hier immer die Stufen, bei denen sie freigeschalten werden. Insgesamt gibt es 32 Stufen, also 29 ist schon sehr spät. Und ihr müsst eben überlegen, wann ihr was in welcher Reihenfolge macht. Diese Dinger hier werden auch freigeschalten. Die sind aber bayerische Ideen. Da seht ihr es. Diese Boni kriege ich praktisch immer nur, wenn ich als Bayer hier zwei Dinger gekauft habe. Dann geht es eben auch hier nach oben und dann hätte ich vielleicht dieses Ding hier voll, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Ne, damit hängt es nicht zusammen. Das hängt mit diesen Dingern zusammen. Ich glaube, zwei schalten immer ein Kästchen frei hier oben. Ja, Missionen. Das war früher nur so eine kleine Textform. Hier sind eben für Bayern bestimmte Zielvorgaben. Man kann das Spiel ja spielen, wie man will, aber trotzdem wird man auch ein bisschen gelenkt. Beispielsweise, wenn ich es schaffe, hier einen aktiven Kardinal in Rom zu stellen. Es gibt auch den Papst, auf den habe ich noch gar nichts erzählt, ist auch eine kleine Nebenfigur nur. Aber angenommen, ich würde einen Kardinal für die Papstwahl stellen, dann kriege ich eben, dann kriege ich einen Bonus. Und ich überlege gerade, was der Bonus ist. Ja, genau. Habe ich das geschafft? Missioniere ich um 2% stärker, was sehr viel ist. Toleranz steigt, was auch sehr gut ist, weil wenn die Toleranz steigt, dann akzeptiere ich auch andere Kulturen bzw. andere Glaubensrichtungen, ohne Unruhe zu kriegen. Hier würde beispielsweise, wenn ich das hier erfülle, ich soll Wien erobern, klar, ich renne mal einfach beim Kaiser rein und dann würde ich für 20 Jahre 15% Handelseffizienz haben. Hier für 20 Jahre eben die Bekehrung. Hier, ich soll ein Handelszentrum errichten von Stufe 1. Ja, das sollte relativ leicht möglich sein. Entwicklung ist minus 25, also es kann sein, dass ich da mal investieren muss. Und dann gehen eben diese Bäume nach unten weiter. Also ihr seht praktisch, die haben sich was ausgedacht, dass jede Nation eben spielbar ist. Und diese spielbaren Nationen, gerade auch in Europa, haben eben alle ihre eigenen Prämissen. So sage ich es mal. Ist langfristig interessant, ja, ist auch eine Spielerei, muss man nicht unbedingt machen, aber wenn so eine Mission da ist, erfülle ich sie normalerweise schon. Ihr seht auch hier, ich soll Bayern gründen, ich soll die deutschen Nationen zusammenführen, dann kann ich hier, das sind praktisch auch Aufgaben, dann gibt es hier entsprechend Möglichkeiten, Erlasse zu machen, das ist auch mit diesen Punkten hier oben möglich und dann seht ihr beispielsweise, Kosten für Stabilität steigen, dafür steigt die Toleranz. Also es hat verschiedenste Effekte und ihr seht auch immer, was erfüllt sein muss. Also da seht ihr schon, er hält 10 Prestige und ich muss alle verärgern. Und zwar um minus 60, da habe ich mit der ganzen Welt Krieg. Dann kann ich das aber klicken. Toll. Keine Ahnung, was es bringt. Ich habe es jetzt nicht gelesen. Ah ja, Unruhe global sinkt. Gut, Kostenstabilität sinkt. Auch gut. Prestige steigt. Sehr schön. Das wäre zum Beispiel eine ganz gute Geschichte. Also man kann hier unten auch einiges machen. Und hier oben gibt es eben auch noch Möglichkeiten, mit diesen Richtlinien zu arbeiten, die wir hier haben. Das habe ich schon erklärt. Kriegsmüdigkeit verringern, Stabilität und bei eroberten Gebieten die Überdehnung senken. Ja, hier interessant, der Verteidiger des Glaubens. Ihr seht, wenn ich 500 Gold zahle, dann kann ich sagen, wenn ein Katholik angegriffen wird, hey, ich bin dabei im Krieg.
beziehungsweise ich muss sogar dabei sein im Krieg, sofern es ein Evangelischer ist oder ein Muslim ist oder ein Orthodoxer ist, muss ich mitkämpfen. Ich drücke einfach, ja, ich mache mit. Problem ist, ich befinde mich dann auch im Krieg, was die Kriegsmüdigkeit erhöht und was natürlich auch vielleicht dazu führen kann, dass es für mich sehr unangenehm wird auf dem Feld, weil vielleicht auch Gebiete von mir besetzt und verwüstet werden. Dafür kriege ich aber diesen Bonus. Und wenn man eine sehr starke Nation ist, dann kann man mit diesem Verteidiger des Glaubens durchaus, ja, ich sage jetzt mal, eine Menge anfangen. Also das, ihr seht ja hier, Moral ist höher, die Truppen kämpfen also besser, ihr könnt mehr Leute bekehren, was auch sehr gut ist, hilft eurer Stabilität im Reich, das Prestige mit plus 1 jährlich ist sau viel. Also ihr habt ein sehr hohes Prestige und ihr seht, Missionierung kostet weniger und ihr habt 20% mehr Soldaten. Das wäre also bei mir statt 11.000 hätte ich da 13.500. Klingt jetzt nach wenig, ist es auch, aber mit zunehmenden Technologiestufen und mit zunehmenden Ländereien, die eingehören, plus entwickelten Ländereien, hat man irgendwann auch mal sehr, sehr hohe Mannreserven und da 20% mehr kann schon was ausmachen. Ja, hier seht ihr, ich könnte theoretisch evangelisch werden, wenn ich die Chance jetzt schon dazu hätte. Und hier seht ihr, es gibt Kardinäle, Papst erkläre ich gleich. Ja, und hier unwichtig, seht ihr halt, wie gut die Toleranz gegenüber bestimmten Leuten ist. Ja, ist es zum Beispiel ein Katholik, sind es plus 5. Ich habe also plus 5 Unruhe weniger. Ist es ein Heretiker oder ist es ein Muslim, habe ich echt Probleme. Dann starten solche Regionen automatisch mit minus 2 und machen Ärger. Der Bildschirm ist ganz interessant, wenn ich was erforsche, kann ich hier drauf drücken und kann eben die Armeen auswechseln. Da oben kommt dann auch veraltetes Armeesymbol. Wenn dieses veraltete Armeesymbol kommt, dann drückt ihr da drauf und sucht euch einfach die neue aus. Klingt nach mehr als es ist. Ihr seht auch hier Technologiestufen. Also man hat meistens pro Technologiestufe ein oder zwei zur Auswahl. Eins ist meistens ein bisschen defensiver, eins ist ein bisschen offensiver. Hier seht ihr beispielsweise Fernkampf, Nahkampf und dann seht ihr hier die Moral. Muss man selbst so ein bisschen entscheiden, was einem wichtig ist. Es gibt auch noch in verschiedenen Glaubensrichtungen ganz unterschiedliche Kulturen und das muss einem halt bewusst sein, dass bei diesen unterschiedlichen Kulturen auch die Waffen unterschiedlich stark sind. Also die Kulturstufe 5 ist bei den Moslems oder bei den Indianern eine ganz andere Stufe an Technik, als es bei den Europäern ist. Und so gesehen haben die Europäer mit zunehmendem Zeitverlauf durchaus Vorteile, sich auf der Welt sehr stark niederzulassen. Was ich rate ist, und das solltet ihr vielleicht auch beherzigen, immer eine gemischte Armee reinzuschicken, also aus Infanterie, Kavallerie und auch Artillerie. Artillerie selber macht Belagerungen wesentlich leichter. Wenn ich mal irgendeine Stadt noch belagern sollte, seht ihr das dann auch. Also wenn ihr jetzt sagt, ich greife Burgen an und ich habe Infanterie und Kavallerie dabei, dann könnt ihr die Zeit mit Artillerie gut halbieren oder dritteln oder vierteln, später vor allem. Also lohnt sich auf alle Fälle. Ihr seht aber, bis die erste Artillerie kommt, Technologiestufe 7, dauert es ganz schön lange. Ja, ansonsten seht ihr unten noch die Flotten, wie viel sie kosten. Ihr seht, die sind richtig teuer in der Anschaffung und dann seht ihr aber hier Kanonenstärke und dann seht ihr auch, wie stark die Schiffe sind, also relativ schwer zu beschädigen. Es gibt nämlich auch beschädigte Einheiten. Ja, und dann seht ihr hier unten diese ganzen Boni. Merkt euch grundsätzlich, mehr Leute schlagen weniger Leute bei gleicher Technologiestufe, egal wie gewürfelt wird. Muss schon echt saudumm laufen, aber in 97% der Fälle von 100 ist es einfach so, wie ich es sage. Festungen stilllegen hat den Effekt, dass ich nochmal Geld verdienen würde. Ich muss allerdings natürlich auch längere Zeit, wieder dauert es, bis ich sie bemannt habe. Ich lege sie einfach mal still für die erste Runde. Und dann seht ihr, jetzt habe ich hier oben gleich. Ich kann sie auch theoretisch über den Knopf wieder bemannen. Ja, hier draufdrücken, werden sie bemannt. So habe ich halt 0 von 1 bemannt und das mögen sie auf keinen Fall, weil damit die Hauptstadt sofort fallen würde. Aber wir schauen mal rein, wie es sich auf die Kasse auswirkt. Und da seht ihr 1,5. Die Festung wird nur mit halber Kraft gemacht. Das heißt, ich hätte hier oben ein Plus von 1,91 sogar. Ja, das ist ja noch nicht aktualisiert hier oben. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Untertanen, damit kann ich meine Vasallen verwalten. Also das ist beispielsweise, wenn ich so Vasallenstaaten, Marionettenstaaten gründe. Und ansonsten war das erstmal alles, was man braucht zum Spielen. Also wichtig sind die Punkte hier oben, die Teile hier, das Militär, 1, 2, 3, 4. Konzentriert euch vor allem auf diese vier Knöpfe hier. Ihr braucht am Anfang nur die ersten drei, das da, sobald die Evangelen dabei sind oder wenn ihr gegen Muslime kämpft. Ihr braucht als Knöpfe hier, ich würde sagen, den Herrscherknopf, um den hier zu sehen und das hier zu verstellen, dass ihr eben genügend Punkte hier auch einsammelt. Zweitwichtigster Knopf,
die Staatskasse hier. Schaut, dass ihr hier entsprechend hochgerüstet seid, wenn es in den Krieg geht. Oder eben ein bisschen die Luft rausnehmt, wenn ihr mit keinem Angriff rechnet. Schaut, dass die Inflation euch nicht durchdreht. Das macht ihr mit dem Knopf. Handel, nicht so wichtig. Die Knöpfe hier, schaut, dass wenn eine Technologie kaufbar ist, dass ihr die auch kauft. Und ihr seht hier, so ein Marktplatz kostet 110 Geld. Das heißt, ich kann mit meinen 5 Mark hier oben sehr spät einen Marktplatz kaufen. Es ist also durchaus sinnvoll, vielleicht ein bisschen Geld zu machen, um dann auch ein paar Runden diesen Marktplatz zu kaufen. Denn eine der Missionen war, entwickelt Landshut, und das bedeutet für mich, ich muss hier auch einen Marktplatz kaufen. Also erster Knopf, zweiter Knopf, dritter Knopf ist die Forschung, vierter Knopf ist das. Wenn ihr weit genug geforscht habt, werdet ihr auch auf dieses Menü hier stoßen. Und alle anderen Knöpfe, ja, alle anderen, die ihr seht, sind eigentlich erstmal unwichtig. Und wenn, dann werden sie hier oben angezeigt, dann drückt euch rein und schaut sie euch an. Aber wie gesagt, das da oben ist der absolute Brennpunkt und ansonsten braucht ihr eigentlich nur die Knöpfe, die ich gezeigt habe. Jetzt muss ich nur noch mal kurz gucken. Ah, hallo. Augenblick, ja, ich habe dich nicht gehört. Ja, was gibt es noch zu ergänzen? Ich muss erstmal zurück ins Menü. Eigentlich habe ich alles gezeigt, um das Spiel gut spielen zu können. Das Heilige Römische Reich hat ein paar Sonderfunktionen. Ich bin ja vorher schon darauf eingegangen. Chef, die Kurfürsten wählen immer den neuen Kaiser, sobald, ich glaube, der verstirbt. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Und dieses Menü ist geändert. Früher war das so eine Liste, die man schön durchklicken kann. Wichtig ist, die unabhängigen Reichsstädte und die Reichsfürsten. Der Kaiser garantiert praktisch für die Unabhängigkeit. Der möchte gerne, dass dieses Reich so weiter besteht, wie es jetzt ist, als Flickenteppich, als föderalistischer Staat mit möglichst vielen Fürsten und. Der garantiert praktisch von denen die Unabhängigkeit. Wenn du so jemanden angreifst, wird er immer schlechter gelaunt sein, die Aggressivität geht hoch und dann sagen die alle, wir finden dich richtig zum Kotzen. Also das ist normalerweise relativ schlecht, sich mit dem Kaiser anzulegen. Deswegen braucht man mächtige Freunde. Wenn man Kaiser ist, gibt es aber auch jede Menge Boni. Und ihr seht, was der Kaiser alles bewirken kann. Der kann praktisch auch ein vereinigtes Deutschland herstellen mit Reichsreformen. Je nachdem, der kann letztendlich aus diesem Reich heraus Stärke schöpfen, denn er kriegt zusätzliche Manpower, er kriegt zusätzlichen Einfluss, er kriegt zusätzlichen Prestige und er kann auch komplett Deutschland gründen und sowas. Also es ist alles möglich, mit diesem Kaiser zu machen über die Jahrhunderte. Und gewählt bedeutet, diese 7 Leute hier, die wählen den Kaiser hier oben und zwar in einem Mehrheitsding. Das ist kein Verhältniswahlrecht, wo der 5 Stimmen hat, der 3, der 2, der 1. Sondern die haben alle eine Stimme und für den, wo sie sich entscheiden, der wird neuer Kaiser. Es muss nicht zwingend immer Österreich sein. Sobald die Religionskriege waren, also sprich der 30-jährige Krieg, kann nur noch der Kaiser werden von der Nation, die den Religionskrieg gewonnen haben. Also wenn die Katholiken gewinnen, kannst du noch einen katholischen Kaiser geben, gewinnen die Evangelischen, kannst du noch einen evangelischen Kaiser geben. Und diese Reichsautorität, da seht ihr schon, Leute zum Reich hinzugewinnen, Vasallen zu befreien, Herrscher wieder einzusetzen und. Und es ist eben relativ schwierig, wenn diese Reichsfürsten reduziert werden, dann reduziert man letztendlich auch die Macht des Kaisers. Also das ist relativ wichtig für ihn, dass das Reich so weiter besteht. Der spielt sich eher wie so ein Babysitter, bei dem es darum geht zu sagen, hau nicht ab, gib die Nation zurück, lass das bitte sein. Und das bedeutet auch, dass diese ganzen Institutionen weiter existieren müssen. Der stört sich jetzt nicht dran, wenn ich jetzt Salzburg einnehmen würde, ja, wobei, das stört ihn wahrscheinlich schon. Aber der Kaiser wird zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Region von den, nur mal als Beispiel, von Böhmen abjagen würde, geht in meinem Beispiel nicht, aber Böhmen würde weiter existieren. Der würde sagen, gib das Land zurück, war uncool und sowas, aber er würde nicht durchdrehen. Viel schlimmer ist für ihn, wenn solche Leute dann auch verschwinden. Und natürlich lässt man als menschlicher Spieler den einen oder anderen KI-Mann über die Klinge springen und dann reagiert er irgendwann und wird dich mit einer relativ starken Armee auch zusammenhauen. Ich gehe mal da rein, er hat 18.000 Leute und er hat 9.000 Mannreserve, Tendenz steigend. Also ist schon ein starker Typ im Römischen Reich. Ja. Ist eine Besonderheit, wenn man in Deutschland spielt, also sprich, ich zeige mal das Römische Reich an, wenn man irgendwo in diesem Bereich startet. Die Italiener würde ich vielleicht ein bisschen ausklammern, aber der Rest von den ganzen Regionen, die ihr seht, da spielt es eine große Rolle.
da sind eben diese Sonderregeln aktiv, mit denen lernt ihr beim ersten Spielen kennen, sobald ihr Eroberungen macht oder beziehungsweise wenn ihr jetzt das Tutorial euch weiter anschaut, seht ihr das dann auch im späteren Verlauf. Ansonsten spielt dieser Kaiser keine große Rolle. Man kann halt sagen, er ist immer eine europäische Großmacht in der Regel. Außer irgendein Idiot kriegt die Kaiserkrone, weil die KI ihn aus irgendwelchen Gründen mag. Ja, der Vatikan. Also ihr seht hier, wenn ich Vatikan bin, dann kann ich, wenn ich einen Papst stelle, dann kann ich bestimmte Sachen mitentscheiden. Also zum Beispiel die goldene Bulle, das wäre zum Beispiel so, ich habe die Kurie, dann könnte ich zum Beispiel Geld abzweigen aus dem Vatikan. Ihr seht hier, der hat 135 Dollar. Also ist schon relativ viel Geld. Oder ihr habt zum Beispiel eine stärkere Missionierung oder. Diesen Einfluss kann man sich kaufen mit Papstpunkten. Die sammelt man mit der Zeit. Wenn man diese Papstpunkte hat, kann man sie theoretisch auch sagen, okay, ich möchte, der hat zum Beispiel zwei Lose gekauft, um Papst zu werden. Der hat 28% Chance, um Papst zu werden. Ich habe null Lose, heißt null. Die haben 18,6%. Der aus irgendwelchen Gründen ein bisschen weniger, warum auch immer. Aber das ist eben der Einfluss, das ist die Chance drauf, Papst zu werden. Wenn ich investiere, steigere ich die Chance. Ich könnte allerdings auch sagen, ach komm, Papst ist mir egal, ich kaufe irgendwas hiervon. Und da sind eben auch Möglichkeiten zu sagen, statt Papst zu werden, kaufe ich mit 100 Stück eine Stabilität oder ich tue einen Merkantilismus erhöhen oder ich habe eine höhere diplomatische Reputation für 20 Jahre oder. Das kann man sich hier alles zusammenkaufen. Empfehle ich mal, einen Blick reinzuwerfen hier und da. Hier unten seht ihr die Punkte, die mitgezählt werden. Ganz interessant, aber jetzt auch sowas, was man eher so im Vorbeigehen macht. Und natürlich auch nur interessant als Katholik, wer als Evangele spielt oder als Moslem oder als Orthodoxer, der hat sowas gar nicht. Jo, jetzt habe ich wirklich alles gezeigt in dem Spiel. Ihr seid jetzt komplett vorbereitet. Ich zeige noch ein paar Short-Icons. Also mit Plus und Minus, seht ihr das da oben? Kann ich zum Beispiel das Tempo erhöhen und das Tempo senken. Jetzt habe ich aus Versehen weitergedrückt. Ich mache das normalerweise mit Leertaste und mit Leertaste und ni mit Nicht-Leertaste. Hier oben seht ihr die Punkte, das ist praktisch eure Score. Ja, die Zeitleiste. Man kann es theoretisch dann auch abspielen, was da so passiert ist auf der Welt. Hier oben kann man die Musik auswählen. Ach, eigentlich uninteressant. Hier Errungenschaften. Was habe ich bereits geschafft? Ja, also ist jetzt vielleicht eher uninteressant. Weiß ich jetzt nicht. Und dann habt ihr halt hier noch die Übersicht ein- und ausblendbar. Ich lasse die immer eingeblendet. Da oben das Datum. Ja, und hier unten sind, das ist ganz interessant, also bei manchen Nationen, man kann sich ja theoretisch in jede Nation so reinklicken und sagen, gut, wie schaut es denn mit dem Militär aus? Die Polen haben 21.000 stehendes Heer, was sehr viel ist. Das kann man theoretisch auch alles hier nachlesen, zum Beispiel Militär, ich sage mal Armeen, und dann sage ich, wer die höchste Rekrutenreserve? Wie viel Kavallerie gibt es? Ich suche das Land Brandenburg, dann gehe ich jetzt her, jetzt sind sie natürlich falsch schon geordnet, muss ich nochmal drücken. Jetzt gehe ich her und sage, ah, Brandenburg hier, 7000 Leute, 2000 Kavallerie, 9000 Leute haben sie, 9,7 haben sie in Reserve, Truppenlimit sind 12. Also sowas kann man nachgucken, das gleiche mit Land, mit Militär und sowas. Das ist ganz interessant, vor allem im Multiplayer. Im Singleplayer sehe ich jetzt nicht unbedingt so die Sinnvollhaftigkeit da drin zu sagen, ach, davon habe ich aber jetzt echt profitiert, dass ich das habe. Für mich eher nicht gegeben. Ob das jetzt so rumgeordnet ist oder nicht, ist mir eigentlich auch egal. Man kann natürlich sagen, okay, die gebauten Armeen, normalerweise ist es so wie vorher, haben wir die Armeen, ja, die Armeen nicht, die Sachen, die gebaut werden. Seekampf, Schiffe im Bau, Rekrutierung, ja, die kommen noch ganz unten. Und die Stände blenden wir mal aus, die tun wir noch eins runter, tun wir nochmal die Rekrutierung hoch. So, ja, den Diplomaten tun wir ganz nach oben. Dafür muss ich die Händler rausnehmen. Ach komm, wir lassen es so. Ist ja egal. Ich ändere das normalerweise nicht. Hier ist eigentlich alles aufgeführt, was man brauchen kann. Ja, hier sieht man nochmal die Kartenmodi. Also da könnt ihr euch selbst durchklicken. Ich finde es nicht so wichtig. Was viele Leute auch noch ganz wichtig finden, ist das Log hier. Also was ist zum Beispiel auf der Welt passiert? Ich ignoriere es, muss ich ehrlich sagen. Hier kann ich sagen, bitte nicht anzeigen beispielsweise. Also ich lasse es an, aber ey, es ist mir ehrlich gesagt egal, ob das da ist oder nicht. Hier unten ist Speichern. Wenn ihr, ach, da kann ich zum Beispiel nach einem Land suchen oder wenn ich zum Beispiel sage, jetzt ich möchte Byzanz sehen.
Leder, Byzantinisches Reich. Es kann ganz hilfreich sein, manchmal wird man mit Provinzen konfrontiert, die man null kennt. Ja, Tastaturkürzel zuweisen, vergrößern, verkleinern, das ist mit Mausrad möglich, das ist eigentlich ganz einfach. Eigentlich ist alles gezeigt. Ich mache an der Stelle mal weiter und ich drehe mal die Geschwindigkeit auf 3 hier oben in der Ecke und drück mal. So, jetzt sind die Leute angekommen. Der sammelt ab sofort Handel ein. Und zwar sage ich Handel umleiten. Abschöpfen so lange gar nicht, sollen übertragen. Und zwar Richtung Österreich. 0,49. Seht ihr, mein Händler macht 0,03 mehr. Weil jetzt auch hier meine Fahne den Handel schickt. Und ich sage mal, feindseliger Handel, Profit maximieren, ist alles unwichtig, weil ich nur 5% von dem Handel hier kriege. Ich sage einfach mal, Beziehungen verbessern. Das ist doch keine schlechte Sache. Gerade auch mit Sachsen ist es vielleicht ganz gut. Und der Händler hier, da brauche ich nicht unbedingt die besseren Beziehungen. Der, sage ich mal, Handel maximieren. Das fällt hier, wenn die anderen nicht so gut finden. Ja, und jetzt geht's weiter. Das jeder, der macht 0,44 €. Jetzt gehe ich mal auf Tempo 5. Da seht ihr, einen Monat rum, die gehen um 4 hoch. Das war jetzt ein Ereignis, Spionageabwehr, bla 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 bla. Ich kann gleich noch was zeigen, gleich sind nämlich die Truppen fertig. So, warten wir noch ab, bis die Kavallerie fertig ist. Ich gehe mal in den politischen Modus zurück. Seht ihr auch, die sind nicht ganz voll. Die müssen erst getankt werden. Jetzt kommt so ein Ereignis. Wittelsbach, bla 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 bla. Dafür bitte selbst spielen. Da steht, erhält eine Wiedererrichtung der Union Kriegsgründe gegenüber München. Also ich kann München erobern und kann Ingolstadt erobern. Und das ist sehr schön, denn wenn, das bedeutet, normalerweise hätte ich dafür ein Spionagenetzwerk gebraucht. Und das braucht es in diesem Fall nicht. Spionagenetzwerk habe ich noch nicht gezeigt, was ich jetzt bei den Armeen zeigen kann. Ihr seht, ich ziehe so einen Kreis und dann gehe ich jetzt einfach mal hierher und sage, ach, die sind noch nicht voll, deswegen können sie noch nicht laufen. Ja, machen wir mal kurz einen auf Geldverschwender. Kein Problem. Hoch. Drücken wir kurz weiter. So. Wir marschieren. So, die sind marschiert. Jetzt gehen wir wieder mit Geld zurück. Ihr seht auch, da oben ist ein Minuszeichen. Das ist eigentlich immer so das Entscheidende. Ich gehe mal zurück, tut die Armee deaktivieren. Jetzt klicke ich da drauf und sage, alle Armeen zusammenfassen. Jetzt werden die Armeen so zusammengefasst. Den Bildschirm haben wir uns noch nicht angeguckt, dafür wähle ich die Armee an. Sehe hier, woraus die Armee besteht, aus 7.000 und 2.000 Leuten. Ich sehe auch, ob sie volle Regimente hat oder nicht. Wenn ich ein einzelnes Regiment ausgliedern möchte, könnte ich beispielsweise machen, neue Einheit erstellen und sage, du da kämpfst und du da seid nicht mehr dabei. Könnte ich beispielsweise machen, wähle diese Einheit aus, dann würde hier ein 7.000er und 2.000er her in diesem Fenster stehen. Ja, normalerweise, man spaltet Armeen auf, das hat seine Gründe, denn solche Felder beispielsweise sagen auch, man kann hier maximal, steht jetzt nur ein Kriegsfall da, mal gucken. Es gibt ein Abnutzungssymbol. Und ich kann jetzt zum Beispiel nicht 100.000 Leute in so einer kleinen Region lassen, dafür ist die nicht entwickelt genug, die ist nicht dafür gedacht, dass hier 100.000 Leute rumstehen. Deswegen wäre das große Problem zu sagen, man versorgt die, was zu Verlusten führt und die dann werden dann mit der Rekrutenreserve aufgefüllt. Also eine sehr uncoole Sache, deswegen gebe ich zu bedenken, wenn ihr solche Späße machen wollt, dann schaut immer wieder auch auf die Begrenzung. Da seht ihr das Versorgungslimit 23, das wäre Versorgungslimit 20. Also wenn ich größere Armeen als 23 in Landshut hätte, dann hätte ich ein Problem. Geht durch Technologie auszuschalten, also bessere Technologien geben höhere Versorgungslimits und gehen durch Entwicklung der Länder auszuschalten. Also sprich, wenn ich hier Zeug dazu kaufe. Ja, ist wichtig in Bergen und sowas. Da seht ihr Versorgungslimit 10, Versorgungslimit 10, 15, aber auf großen Ebenen, Prag beispielsweise, seht ihr 23. Also das ist normalerweise kein Problem und später können da 50, 60, 70 Leute hin. Ja, was gibt es noch zu sehen? Befreundeten Armeen sich erlauben anzuschließen. Also angenommen, die wären befreundet mit uns, dann ermöglicht man ihnen da auf 14.000 hochzugehen. Und man kann sagen, ey, bitte schließt euch ein Heer an, hier läuft ein super General rum, bitte nutzt den. Und ich habe zum Beispiel keinen aktuell. Wo man den einstellt, zeige ich noch. Ja, ansonsten
Das ist eigentlich alles. Ja, mal, die Knöpfe sind natürlich auch im Kriegsfall nur an, aber das ist eigentlich eher unwichtig. Ich kontrolliere die Armeen immer manuell. Was vielleicht noch ganz schön ist, ist dieser Knopfeinheit neu organisieren. Moment, nee, nee. Das ist Austausch zwischen Armeen. Regimenter zusammenfassen ist der Knopf, das habe ich gerade gemacht. Noch einen Knopf, der interessant ist. Irgendwo kann man die Sachen halbieren. Ah, finde ich jetzt gerade nicht. Aber es gibt einen relativ bequemen Knopf, mit dem man sagen kann: Okay, spaltet euch in zwei 5000er Heere auf. Also in einen 5er und einen 4er in meinem Fall. Da, genau, halbieren. Seht ihr das? Jetzt werden da zwei Heere: ein 5er und ein 4er. Klicke ich mit einem einfacher linken Maustaste durch, ist dieser Knopf hier. Für Belagerung abspalten, ja, okay, gut, ist halt für Burgen. Dann tut man halt genügend Leute da lassen, um die Burg zu belagern. Allerdings kommt dann von irgendwoher eine Armee hergerannt und schießt sie kaputt. Bringt meistens relativ wenig. Ich glieder, wenn dann mal so eine 1000 oder 2000er Truppe aus. Aber in der Regel mit so kleinen Nationen wie ich spiele, braucht man alle Einheiten sehr lange zusammen. So, ah ja, genau, hier, kein Anführer. Ihr seht ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mein Herrscher soll mitkämpfen. Dann kostet mich das nichts. Hier seht ihr, ich zahle 50 Schwerter dafür, dass ich einen General kriege. Der kriegt dann besondere Boni auf Fernkampf, Nahkampf, Manöver und auch auf die Belagerung. Das kann sich durchaus lohnen. Manchmal muss man auch zwei- oder dreimal drücken. Ich kann aber auch meinen Herrscher das geben. Und wenn ich das meinen Herrscher gebe, dann ist natürlich die Gefahr da, dass er im Kampf stirbt. Was natürlich gut ist, ist, wenn er natürlich tatsächlich ein sehr fähiger Mann ist oder wenn er zum Beispiel die totale Lusche ist, dann kann es auch sehr erfolgreich sein, den mal zusammen zu catchen. Also der ist ein sehr guter Herrscher, den möchte ich auch nicht unbedingt verlieren, den auch nicht. Ich werde wahrscheinlich keinen Militärführer erstmal einsetzen, weil ich habe auch jetzt zwar Kriegsziele erhalten, aber warum soll ich das machen? Thronfolger ist auch noch mit 4-3-2 in Ordnung. Dürft nicht vergessen, 3-3-3 wäre das Mittelmaß und man darf nicht vergessen, wenn man unter 18 einen Herrscher hat, dann gibt es so Vormundschaften und sowas. Ist auch relativ schlecht. Er ist 28, ist ein guter Herrscher. Vom Alter her ist auch die Struktur ganz schön für die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich aufgebaut. Ja, ich mache jetzt nochmal bis in den Mai rein. Stopp. Ihr seht, die haben 53. Ich schicke mal einen aus Braunschweig nach Hause. So, der ist nach Hause gekommen. Das wird übrigens immer am Monatsende verbessert. Also wenn ich den bis 31. Mai nach Braunschweig schicke, verbessert er um plus 4 das ganze Ding, als wäre nie was gewesen. Wir gehen mal nach Braunschweig rein und die würden ein Bündnis machen. Da sagen wir gleich mal ja. Und da seht ihr, aha, die sind im militärischen Bündnis jetzt mit uns, mit Burgund und mit Werden. Die dürften also so ziemlich ausgeschöpft sein. Und ich kann nicht gleich wieder jemanden hinschicken, aber ich könnte beispielsweise hier bei Dynastieaktionen eine Staatsehe machen. Und das würde bedeuten, dass wenn hier kein Nachfolger ist, ich entweder mit den anderen um die Nachfolge kämpfen würde oder wenn die keine Staatsehen haben, dass mir die ganze Geschichte gehört. Ich kann also einen Thron beanspruchen. Wesentlich leichter, wenn man Staatsehen hat, als nicht. Staatsehen führen auch dazu, dass ich hier nochmal plus 25 kriege. Ihr seht, durch die Verbesserung 28, durchs jetzige Bündnis 50. Und 25 einfach, weil wir den gleichen Glauben haben. Mit 103 sind wir gut gestimmt und diese Symbole hier vorne, seht ihr, Verbündeter, geschätzter Verbündeter. Ich kann mal auf jemanden gehen, der mich hasst, da wird wahrscheinlich ein Schwert sein. Ne, die mögen mich ja auch, da ist ein Herz. Wieder, die würden sofort gegen mich kämpfen, Rivalität. Manchmal ist auch Feuer oder sowas. Alles, was Schwert und Feuer hat, immer schlecht. So, schauen wir mal. Jetzt haben wir den Diplomaten hier oben. Ich könnte ihn theoretisch dann noch eine Staatsehe andrehen, aber nicht in 4 Tagen, sondern erst in einem Monat. Manchmal fragt er auch danach selbst aktiv. Ist ein bisschen schade. Die Staatsehen sollte man ihnen direkt reinwürgen können. Jetzt schauen wir mal hier. Wir haben hier einen Anspruch bereits fingiert. Und zwar, wenn ich sehe Ansprüche, ich würde sagen, ich erkläre einen Krieg, dann seht ihr, ich kann. Geht nur Eroberung der Hauptstadt. Ihr seht hier im Kriegsfall, der hat drei Verbündete, die würden alle mitkämpfen, 12.000 gegen 7.000 und die sagen, nö, mach mal nicht. Gefälligkeiten minus 1.000 und unsere Rekrutenreserve ist nicht voll. Also kein cleveres Ziel zum Angreifen. Normalerweise hält so ein Anspruch immer 20 Jahre. Das bedeutet, ich kann 20 Jahre diesen Krieg führen. Ich sichere mir gleich das nächste Bündnis. Hallo.
Ja, wie das immer so ist, ich wollte gerade das Video eigentlich noch fertig drehen, aber ihr seht schon, ich habe jetzt nochmal einen Diplomaten nach Polen geschickt. Normalerweise müsste ich mich um ein Bündnis mit München bemühen und dann würde ich mir die Schwächsten aussuchen. Das heißt, ich mache mal ein Beispiel. Jetzt habe ich die gerade dort. Ich lasse nochmal durchlaufen bis zum 1. Juni. Ich ziehe jetzt mal den einen nochmal aus Polen ab. Warte, 5 Tage. Ich schicke mal den für ein Bündnis nach München. Das ist nicht schlecht, weil der hat hier hinten auch noch mit Passau einen Vasallen und hier oben gehörten was. Und zum Beispiel die hier, die bemühen sich um ein Bündnis mit Österreich, sind aber schon in Bündnis mit anderen. Ganz interessant ist hier in dem Fall immer, ich mache mal den Tag weiter, Kriegserklärung, wer würde mitmachen, warum machen sie nicht mit? Das ist ganz wichtig. Also die finden die zum Beispiel ganz toll, die Nachbarn. Hier sind keine Leute irgendwie, die Probleme haben. Das heißt, ein Angriffskrieg hätte ich immer Ärger. Gleiche hier in dem Fall. Gleiche hier in dem Fall. Ah, München würde mitmachen, wenn man ihnen Land verspricht. Aber es ist nur eine Stadt, also ich würde mein Versprechen sehr wahrscheinlich brechen. Und ihr seht keinen Kriegsgrund. Ihr seht hier oben aggressive Expansion minus 49. Das heißt, je nachdem, wie weit die Leute weg sind von mir, also zum Beispiel Regensburg wird erobert, die würden ziemlich sicher minus 49 in der Meinung zu mir haben. Ich zeige das mal kurz, wo die Meinung ist. Meinung wäre von mir zu mir plus 15, die würde danach sinken auf minus 30. Also dieses Neutrale würde sich wahrscheinlich verändern in so eine skeptische Haltung beziehungsweise in eine klare Feindpositionierung. Wenn ich einen Anspruch erzeuge, das würde ich hier machen über, ich kann das mal im Beispiel für Ingolstadt machen, über Spionagenetzwerk aufbauen, dann seht ihr hier, 1,86 kriege ich pro Monat. Ich brauche 20 Punkte fürs erste Territorium, 25 fürs zweite, 30 fürs dritte und so weiter. Also für Ansbach bräuchte ich 20, für Nürnberg bräuchte ich 20, aber die Nation zum Beispiel, wenn ich mich ausspionieren würde, 20, 25, 30, wenn ich ein viertes Gelände hätte, 35 und so weiter. Das heißt, ich muss jetzt ungefähr ein Jahr warten und dann kann ich sagen, hey, Ingolstadt ist eigentlich bayerisches Land, gehört zu Landshut, bitte rausrücken. Und dann hätte ich diese Geschichte, wo ihr gerade eben gesehen habt. Ich rufe nochmal den Kerl kurz zurück. Ach ja, weil ich jemanden hingeschickt habe. Ah, gut, dann schicke ich den nochmal nach Sachsen. Ist kein Problem. Beziehungen bitte verbessern. So, da gibt es Angebote für Staatsehen, die gehe ich ein. Ihr seht, das gibt auch durchaus Boni. Das Problem ist, wenn ich Staatsehen habe, sind die Bündnisse wesentlich schwerer zu brechen, weil die auch als diplomatische Beziehungen gelten. Ich darf nicht so viele diplomatische Beziehungen aufrechterhalten insgesamt. Und was auch ein Problem ist, ist, diese Staatsehen können natürlich auch dazu führen, dass ich eventuell mit dem einen oder anderen Königshaus eher schlechtere Beziehungen habe. Also ihr seht hier, die geben auch nochmal plus 25, die finden mich jetzt abgöttisch gut. Ihr seht, die verbesserten Beziehungen gehen um minus 3 zurück. Das heißt, ab und zu mal einen Diplomaten hinschicken, macht man nichts falsch. Aber grundsätzlich ist das immer eine sehr hilfreiche Option. Und ich habe zwei Staatsehen gemacht. Die zweite müsste wahrscheinlich in München sein. Ne? Ja, die finden es auch großartig. Also bietet der Computer auch oft von sich aus an. Jetzt schicke ich den mal nach Hause. Gehe mal nach Ingolstadt rein. Und da seht ihr, ach, 17. Juli. So. Dann seht ihr beispielsweise hier, wenn ich dieses Land hier erobern möchte, dann würde es von der Aggressivität her. Ach, weil es mein Rivale ist, deswegen. Aber angenommen, ich würde jetzt hier Land erobern wollen, ist dieser Aggressivitätsbonus hier oben viel geringer. Ihr seht, die sind alle schön miteinander liiert. Bedeutet für mich im Umkehrschluss, wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel einen Krieg erklären möchte, Salzburg wäre ein absolutes Schnäppchen ohne Österreich, würde ich abwarten, bis Österreich entweder total pleite ist oder nicht mehr kann. Ja, das seht ihr auch, der Kaiser steht für Österreich ein, weil die ein Bündnis miteinander haben. Wichtig ist eben, den richtigen Moment zu erwischen und dann auch zu kämpfen. Und der richtige Moment ist aktuell nicht gegeben. Manchmal vergehen Jahrzehnte und dann gibt es auf einen Schlag Hunderte von Möglichkeiten, wo man angreifen könnte. Ja, Hunderte vielleicht nicht, aber Dutzende. Und ich bin in einer Lage nah an Österreich dran, wo man das relativ schwer zeigen kann. Das war nicht so clever gewählt. Ich hätte irgendjemanden hier nehmen sollen oder da drüben in Holland oder so. Aber ich wollte jemanden im Römischen Reich nehmen. Jetzt ist natürlich das Problem, wann bewegt sich hier was? Und das Problem ist, die Herrscher sind etwa alle gleich stark. Also die Allianz mit
der Oberpfalz, die hier vier Regionen hat, die ist schon relativ gut. Da ist unsere Münchner Landshuter Allianz nicht ganz so stark. Schön wäre es als Angriffsziel Wasserburg oder Salzburg, aber die Salzburger mit Österreich als Verbündeten muss ich warten, bis der Kaiser pleite ist. Und hier, die haben die gleichen Verbündeten wie Ingolstadt. Also da kann ich auch gleich gegen die Ingolstadter ziehen. Regensburg wäre natürlich noch eine Option, aber solche Städte rückt der Kaiser normalerweise immer. Der sagt immer, ey, Reichsstadt geht auf keinen Fall. Reichsstädte wäre zum Beispiel auch noch Frankfurt oder da oben, glaube ich, Hamburg oder sowas, Lübeck. Das sind immer sehr, sehr teure Städte, deswegen steht der Kaiser auf alle Fälle für die ein. Ihr seht auch grafisch so ein paar Burgen dargestellt, also das zeigt auch die Befestigungsstufen an. Meine ist ja aktuell stillgelegt. Wäre aber auch sinnvoll, vielleicht mal zu befestigen in den nächsten ein, zwei Jahren. Und bis dahin sammle ich Geld an, denn mit 14 Euro gewinnt man nicht wirklich einen Krieg. Im Krieg gehen die Einkünfte immer nach unten, das sollte ich vielleicht noch anmerken. Ja, zum Krieg selber. Also, ich werde mal Folgendes machen. Wenn ich in einem anderen Spiel soweit bin, dass es Krieg gibt, dann erkläre ich den Krieg nochmal in einem gesonderten Tutorial-Video. Also haltet Ausschau nach Tutorial-Video 2, selbst wenn das nicht in Landshut stattfindet, sondern vielleicht mit irgendeiner anderen Nation, mit der ich spiele. Aber da könnt ihr dann sehen, wie das mit dem Krieg ganz gut funktioniert. Kann ich jetzt in dem Video so spontan nicht zeigen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem soweit gefallen und ihr könnt mit Europa Universalis loslegen. Es ist wirklich ein tolles Spiel. Meine Tipps ist, Beziehungen verbessern, Händler abstellen, Spionagenetzwerke aufbauen, nachdem Bündnisse mit mächtigeren Nationen geschlossen wurden. Das habe ich jetzt in dem Fall nicht gemacht. Die Ländereien ausbauen mit Gebäuden. Könnte ich zum Beispiel noch mal kurz zeigen, habe ich nur einmal gezeigt, wäre hier. Und allgemein auf die Entwicklung achten, dass man hier den Anschluss nicht verpasst. Das kann man nur so halb steuern, aber wenn ihr es steuern könnt, beziehungsweise wenn ihr es bezahlen könnt, nutzt die Chance. Ja, und ansonsten gibt es nicht viel zu sagen, als außer habt Spaß und lasst das Spiel mal auf euch wirken, beziehungsweise experimentiert einfach mal. Ihr werdet die ersten Male gnadenlos scheitern und trotzdem schon feststellen, wie viel Spaß es macht. Und dann nach so zwei, drei, vier Anläufen werdet ihr sehen, dass es keine große Zauberei ist. Und irgendwann entzaubert sich es auch ein Stück weit. Aber es gibt ja auch sehr schwache Nationen, gerade wenn ich im globalen Modus dann bin. Also es ist vielleicht wesentlich angenehmer, eine Macht in Europa zu spielen, als irgendjemanden bei den Indianern oder in tiefsten Afrika oder irgendwo in Asien, wo die Ming-Dynastie lauert oder. Deswegen schaut euch die verschiedenen Sachen an. Es ist wirklich kein Spiel wie das andere. Und es gibt manchmal sehr interessante Machtbündnisformen, die es auch dem Menschen schwer machen, sich zu entfalten. Es gibt allerdings auch welche, wo man sagt, naja, ey, das war jetzt so ein Selbstläufer. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich habe zum Beispiel auch noch Ziele, mit bestimmten Nationen zu spielen und das rate ich euch einfach auf. Und wenn ihr Fragen habt, dann einfach damit ab in die Kommentare. Ihr könnt mir auch sagen, wie ihr das Video selbst gefunden habt, ob es jetzt hilfreich war oder eher nicht. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Es reicht auch erstmal die Basisversion. Die kostet kein großes Geld, weder in den Keyshops noch bei Steam direkt. Und wem die Basisversion gefällt, jeder DLC bereichert dieses Spiel. Unterschiedlich stark, aber die DLCs helfen alle. Und es heißt auch immer so, es ist eine Paywall drin, dem kann ich nicht ganz widersprechen. Also tatsächlich ist es so, das Spiel wird verbessert und man merkt halt einfach, dass die Vanilla-Version, die ich jetzt nicht erklärt habe, schon wesentlich anders ist als das Ding, was ihr jetzt gerade eben von mir alles präsentiert bekommen habt. Wenn Fragen zu einzelnen Sachen sind, ich helfe gerne weiter, meldet euch. Ansonsten lasst gerne ein Abo da im Kanal, schaut auch mal andere Tutorials an. Wir haben einiges an Tutorials bereits gemacht. Und ja, ansonsten viel Spaß bei Europa Universalis und bei allen weiteren Videos auf dem Kanal. Macht's gut, ciao!